Ja, meine Damen und Herren, liebe Kandidierende zur Bundestagswahl, ich darf Sie hier alle begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion Klimafreundliche Mobilität für Pforzheim. Was kann der Bund dafür tun? Mein Name ist Matthias Lieb, ich bin Landesvorsitzender und Kreisvorsitzender Pforzheim-Enzkreis für den Verkehrsclub Deutschland. Wir haben heute hier an Kandidierenden dabei, Gunter Griechbaum, MdB, Bundestagskandidat für die CDU, Katja Mast, MdB, Bundestagskandidatin für die SPD, Stefanie Effner, Bundestagskandidatin Bündnis 90 Die Grünen, Rainer Semmet, Bundestagskandidat FDP, Meltem Celik, Bundestagskandidatin Die Linke und ich, wie gesagt, bin auch noch mit dabei. Moderieren wird das Ganze Pfarrer Romeo Edel, Sprecher der Mobilitätswende Allianz Baden-Württemberg. Herzlich willkommen alle. Und ich würde es ganz kurz ins Thema einführen. Was ist so die Ausgangslage unserer Diskussion heute? Wir sehen stetig steigende Temperaturen, Zunahme von extremen Wetterereignissen, zuletzt massive Überschwemmungen in mehreren Bundesländern mit Milliardenschäden. Und wir haben eigentlich dafür schon globale Vereinbarungen zum Klimaschutz. Schon 1992 gab es die Übereinkunft in Rio, 1997 in Kyoto und 2015 das Übereinkommen von Paris, dass man die menschengemachte globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen möchte, gegenüber vorindustriellen Werten besser auf 1,5 Grad zu begrenzen. Jetzt ist die Frage, wie stehen wir hier in Pforzheim und im Enzkreis? Ich habe mal ein paar Auswertungen gemacht im Wahlkreis Pforzheim-Enzkreis, also im Wahlkreis Pforzheim, das heißt Enzkreis und Pforzheim, haben es 18% mehr PKW als noch vor 10 Jahren, bei 6% mehr Einwohnern. Allein, wenn ich die neu hinzugekommenen PKWs aneinanderreihe, habe ich 176 Kilometer Länge Straßenraum, wo dadurch belegt wird. Und es zeigt sich natürlich in den Innenstädten, dass immer mehr Autos eben auch den Fußgängern und Radfahrern den Platz wegnehmen. Im Enzkreis, wenn man mal die PKW-Dichte pro 1000 Einwohner, die über 18 Jahre sind, betrachten, kommen wir da auf 811 PKWs pro 1000 Einwohner. Also da hat jeder Haushalt über ein PKW zur Verfügung. In Pforzheim ist es dann doch etwas weniger, sind es nur 612, aber für eine Großstadt ist es trotzdem auch ein sehr hoher Wert. Und andererseits sehen wir, dass die Fahrgastzahlen im Verkehrsverbund vor Corona gegen den Bundes- und Landestrend eigentlich kontinuierlich gefallen sind. Jetzt hat man im Kreistag durchaus da attraktive oder schon Maßnahmen beschlossen, ein Radverkehrskonzept, ein Nahverkehrsplan verabschiedet, ein Enzkreistakt soll eingeführt werden im Nahverkehr mit 15, 20 Minuten Takten auf den Hauptachsen im Berufsverkehr nach Pforzheim. Und in Pforzheim möchte man auch den früher vorhandenen 10-Minuten-Takt wieder einführen, wo man heute nur einen 15-Minuten-Takt hat. Aber die Finanzierung ist eben unklar. Und von dem her stellt sich eben auch die Frage, kann da auch der Bund was tun? Wie ist es da nochmal die Ausgangslage Europa und der Bund zum Thema CO2-Minderungen? Das EU-Ziel ist ja jetzt angepasst worden, erst kürzlich. Bisher stand hier noch 90% bis 2050. Jetzt will man 100% CO2-Minderung EU-weit bis 2050 erreichen, auf Bundesebene bis 2045. Wenn man da klimaneutral sein, der Bund hat das Klimaschutzgesetz verschärft, Zwischenziel bis 2030 jetzt 65% Reduktion im Vergleich zu 1990, auch im Verkehrssektor 50% Reduktion bis 2030, also in 10 Jahren, kann man sagen, na gut, man ist ja schon seit 30 Jahren dabei, in 30 oder in dann 40 Jahren eine Halbierung hinzukriegen, sollte ja durchaus gelingen. Stellen wir aber fest, da sind wir heute noch nicht ganz so weit, was auch daran liegt, dass die PKWs, also gerade im Verkehrssektor, dass die PKWs immer stärker werden. Ich bringe das Beispiel gern so ein roter Schienenbus, der hier früher nach Maulbronn gefahren ist, bis 1973, der hatte 150 PS Leistung bei 54 Sitzplätzen. Heute hat ein neu zugelassener PKW im Schnitt 165 PS.
Da sind dann nur maximal 4 oder 5 Sitzplätze drin und nicht 54. Also das zeigt, dass wir hier immer stärkere Motorisierung haben. Deshalb natürlich auch viele Dinge, die man an Einsparungen erwartet hat, dann durch andere Effekte wieder ausgeglichen worden sind. Hier noch einmal von der Bundesregierung das Klimaschutzziel dargestellt. So sollen die Einsparungen für alle Bereiche aussehen. Also man hat von 1990 bis 2020 durchaus schon Erfolge erzielt und will das jetzt noch etwas beschleunigen, damit man dann das Ziel bis 2045 dann auch tatsächlich erreichen kann. So auf dieser Darstellung könnte man durchaus den Eindruck bekommen, das ist machbar, wenn man jetzt eben noch ein bisschen mehr tut, aber insgesamt ist der Trend soweit richtig und ist das abbildbar. Im Verkehrssektor hingegen haben wir jetzt das Problem, dass wir da seit 1990 eigentlich bis 2019 keinerlei Veränderungen bekommen haben. Es ging mal nach oben, dann ging es ein bisschen nach unten und dann war es lange Jahre konstant. Und erst jetzt durch Corona ging es ein bisschen nach unten. Aber da dürfte man uns einig sein, dass das eigentlich wirklich nur diese Corona-Effekte waren und ob die nachhaltig sind, ist eben die Frage. Und da stellt sich jetzt schon dann die ganz große Frage, wie kann jetzt diese Minderung, diese Halbierung denn in 10 Jahren erreicht werden, wenn man 30 Jahre lang im Prinzip nichts hinbekommen hat. Ja? Deshalb kann das sicherlich ein weiter so nicht sein, sondern da muss es wirklich eine Mobilitätswende sein. Aus unserer Sicht kann es nur mehr Radverkehr, mehr ÖPNV und weniger Autoverkehr, aber auch insgesamt weniger Verkehr, siehe Corona, sein. Und damit es natürlich funktionieren kann, müssen dann aber auch Mittel umgeschichtet werden, eben in die Radinfrastruktur und in den Ausbau des ÖPNVs, natürlich weg vom Autoverkehr. Wenn ich da weniger Verkehr haben möchte, macht es wenig Sinn, dass man dann noch das noch weiter massiv ausbaut. Zur Umsetzung dieser notwendigen Mobilitätswende hat sich jetzt vor über einem Jahr die Allianz Mobilitätswende für Baden-Württemberg gegründet als parteiunabhängiger Zusammenschluss aus umwelt- und verkehrspolitischen Nichtregierungsorganisationen, aus Gewerkschaften, kirchlichen Institutionen und vielen Einzelpersonen. Organisatorisch angegliedert beim VCD, weil es da thematisch einfach passt. Wir sehen uns heißt den Beschlüssen des UN-Klimaabkommens verpflichtet und wollen eben diese Mobilitätswende in Richtung Klimaneutralität schon 20 bis 2035 erreichen, nicht nur 45 oder 50, wie das auf Bund oder EU beschlossen ist. Und hier einfach so eine kleine Übersicht, die Logos der verschiedenen Verbände, DGB Baden-Württemberg, die Kirchen, kirchliche Dienste und so weiter, ADFC, BUND, Landesnaturschutzverband, Stadtmobil, Allianz pro Schiene, Teilauto, also die verschiedensten Bereiche sind hier abgedeckt. Nochmal ein paar Zahlen. Primärenergieverbrauch in Baden-Württemberg. Da sieht man, dass hier doch sehr viel auf Mineralölen basiert, noch 36 Prozent. Erneuerbare liegen hier erst bei 14 Prozent. Und von diesen 36% sind im Prinzip 2 Drittel für den Straßenverkehr verwendet, ja, bei den Mineralölen. Und der Endenergieverbrauch von 1991 bis 2018, da sieht man eben, dass hier da eine Verbrauchsminderung stattgefunden hat in den Nichtverkehrssektoren, aber im Verkehrssektor hat es wieder zugelegt. Deshalb ist halt insgesamt noch nicht viel passiert. Und wenn man im Prinzip im Verkehrssektor nichts hinbekommt, klappt eben das Ganze nicht, kann man durchaus schon sagen. Und deshalb muss man hier auch noch einmal schauen. Es wird ja viel davon geredet, alternative Antriebe war vor kurzem auch schon oder ist auch ein wichtiger Punkt. Aber auch wenn man uns da das anschaue, Stromerzeugung in Baden-Württemberg ist 27% erneuerbar. Bei Neubauten
Heizenergie immerhin schon 2/3. Beim Schienenverkehr haben wir 86% elektrisch betrieben, aber im Straßenverkehr haben wir nur 6% erneuerbare und 94% letztendlich fossil. Da also umzusteuern, ist eine ganz große Herausforderung. Und deshalb sehen wir da eigentlich nur, dass es durch, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben Verkehrsverlagerung und Verkehrsvermeidung notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen, wozu wir letztendlich für Baden-Württemberg alleine rund 1 Milliarde Euro mehr bräuchte für Investitionen, aber auch für Betriebskosten, um einen leistungsfähigen ÖPNV in Stadt und Land realisieren zu können, mit sicheren Fußwegen, durchgängigen Radwegen, nicht nur in den Städten. Wo ich im Prinzip den Kfz-Verkehr in den Kommunen deutlich reduzieren, bis 2035 halbieren müsste, Kraftfahrzeuge kleiner und effizienter werden müssten. Jeder zweite Weg selbst aktiv zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigt werden müsste und die Städte und Gemeinden eben so umgestaltet werden, dass sie dazu einladen, möglichst viele Wege zu Fuß mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Städte vor 100 Jahren waren Fußgängerstädte. Da konnte man die Ziele soweit erreichen und erst mit dem Aufkommen des PKWs hat man eben diese weiteren Wege dann letztendlich geschaffen, weil es mit dem Auto natürlich möglich waren, aber heute muss ich eigentlich wieder zurück zur kompakteren Stadt, zur kompakteren Gemeinde, damit ich auch wieder vor Ort Dinge erledigen kann und nicht immer drauf auf ein Verkehrsmittel angewiesen bin. Und deshalb brauche ich natürlich auch eine neue Mobilitätskultur. Ich muss Verkehrsvermeidung zum Grundprinzip auch der Stadt- und Ortsentwicklung erheben. Ich brauche Radschnellwege und den öffentlichen Verkehr muss man auch entsprechend stärken, damit das Ganze funktionieren kann, dass man da doppelt so viele Menschen befördern kann. Der Bund hat es ja auch als Ziel für die Bahn des Bundes im Fernverkehr eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen zu erreichen. Geht aber auch nur, wenn ich da die Mitarbeiter, die Beschäftigten im Bereich gut bezahle. Also Kriterium gute Arbeit muss eingehalten sein. Auch dann fahren auch nicht nur die Fahrgäste gern mit, wenn hier ein qualifizierter Busfahrer vorne sitzt. Ja, mobilitätswende.bw.de können Sie weiter nachlesen darüber. Und jetzt, was ist beim Bund denn notwendig? Wir als VCD sagen, wir brauchen ein Bundesmobilitätsgesetz zur Umsetzung der EU-Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität, den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs bringen. Das war vom 9.12.2020 von der EU so veröffentlicht worden. Da sagt die EU, wir müssen sofort handeln und unser Mobilitätssystem umbauen, um dem Klimawandel zu begegnen und die Umweltverschmutzung zu verringern. Und da ist eben der Bund gefordert, diesen Rahmen zu setzen, dass der Bund, die Länder und die Kommunen diesen Umbau des Mobilitätssystems vornehmen können, wo eben auch eine Gleichberechtigung der Mobilitätsarten statt Vorrang für den Autoverkehr reingehört, dass ein höherer Stellenwert des Zu-Fuß-Gehens, des Radverkehrs und des ÖPNVs in der Verkehrsplanung von Bund, Ländern, Städten und Kommunen erfolgt und durchaus auch ein Planungsstopp für Bundesfernstraßen und eine Neuausrichtung des Bundesverkehrswegeplans zu einem Bundesmobilitätsplan, weil auch der Bundesverkehrswegeplan heute mehr eine Ansammlung von Wünschen ist, die aber keinem übergeordneten Ziel unterstellt sind. Und eben dieser Bundesmobilitätsplan könnte eben genau dieser Klimaschutz und weitere Ziele eben vorgegeben werden, an dem sich dann die Maßnahmen ableiten. Und sowas fehlt letztendlich bisher. Und jetzt habe ich mal noch so Grafik rausgezogen, vielleicht auch gerade zu Beginn für den Einstieg um die Frage, was macht der Bund? Nochmal zu thematisieren, setzt der Bundeshaushalt die richtigen Akzente? Das ist ganz neu, diese Grafik von der Allianz pro Schiene. Staatliche Zuschüsse für den Kauf von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben im Bundeshaushalt des nächsten Jahres. 2,1 Milliarden für PKWs, 614 Millionen für LKWs, 313 Millionen für Busse mit alternativen Antrieben und Schienenfahrzeuge kriege 21 Millionen. Da ist dann die Frage, ob das die richtige Reihenfolge oder Prioritätensetzung ist. Und jetzt einfach das mal so zum Einstieg. Und nun freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen, Gunter Griechbaum, Katja Mast, Stefanie Effner, Rainer Semmet, Meltem Celik und moderiert von
Pfarrer Romeo Edel. Ich gebe weiter an Romeo Edel. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einführung, sowohl für Sie, Ihnen ist sicher vieles bekannt von dem, was wir da gesagt haben, aber auch für die Gäste, die an den Bildschirmen sind, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und gleichzeitig ist, glaube ich, doch nochmal in der komprimierten Form einfach wichtig, um deutlich zu machen, um was es uns geht. Thema Klimawandel, Klimaschutz ist im Moment natürlich, muss man eigentlich, glaube ich, nicht diskutieren. Ich gehe jetzt auch fest davon aus, dass wir mit Ihnen Fünfen, die Sie heute Abend als Kandidierenden da sind für die nächste Bundestagswahl, da glaube ich keinen wirklichen Dissens haben, was das Ziel betrifft. Da gehe ich mal davon aus, dass wir alle sagen, jawohl, irgendwas müssen wir tun. Es wird sicher unterschiedliche Vorstellungen geben, wie wir das machen. Ja? Also über das Wie. Und da wird natürlich heftig gestritten und dafür werden Sie gewählt und dafür sind Sie nachher dann auch im Bundestag, um das auszuhalten, wie auch immer dann die Mehrheiten dann aussehen werden. Deswegen wollen wir mit Ihnen diskutieren. Ich schaue jetzt nochmal einmal unsere Mitarbeiterinnen an, die Stefanie Lippins, damit wir klären, für die Gäste vor allen Dingen, wo sollen die sich jetzt auf welche Weise beteiligen, wofür haben wir Fragen und Antworten, wofür haben wir den Chat? Stefanie Liebens, kannst du das ganz kurz sagen? Wir haben eigentlich immer gesagt, der Chat ist dafür da, um sich nebenher auch persönlich austauschen zu können. Bei F&A bitte die konkreten Fragen an die Kandidierenden stellen. Ich werde aber beides im Auge Gut, behalten. also, dann wissen Sie jetzt Bescheid und dann können wir anfangen. Und ich würde jetzt in der ersten Runde das so machen, dass wir in der Reihenfolge verfahren, wie im Moment derzeitig die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag sind. Und ich bitte Sie aber trotzdem, die Zeit geht nicht nach der Größe, sondern die Zeit ist für alle gleich, weil sonst wird es völlig schief. Das heißt, Herr Kirchbaum, Sie dürfen gerne anfangen mit 3 Minuten und dass Sie uns mal sagen, was ist Ihre Vorstellung bzw. die Vorstellung Ihrer Partei, für die Sie ja auch antreten. Was können Sie, was werden Sie in der nächsten Legislaturperiode dafür tun, dass wir den Klimaschutz ein wenig dienen können und jetzt ganz speziell im Blick auf die Mobilität und vielleicht auch nochmal für unsere Gäste sage ich es noch einmal, das war ja ein bisschen deutlich im Vortrag von dem, was der Matthias Lieb gemacht hat. Wir wollen uns wirklich versuchen, wenn es irgend geht, und da bitte ich Sie alle mitzuhelfen, auch nachher bei den Fragenden, dass es um die Bundespolitik geht. Ja? Die Mobilität hat viele Aspekte und es greift auch ineinander übrig, aber wir versuchen uns auf die Bundespolitik jetzt zu konzentrieren. Bitte schön, Herr Griechmann, Ihre ersten 3 Minuten. Vielen Dank, Herr Edel und Frau Liebens und natürlich auch an Herrn Lieb. Ein herzliches Dankeschön zunächst einmal für die Einladung, weil wir ja in dieser Runde auch heute zum ersten Mal zusammentreffen und dann zu diesem brisanten Thema. Also ich glaube, es könnte passender kaum gewählt werden. Das sei mir als Vorspann zunächst gegönnt. Der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, der Union insgesamt, ist es wichtig, dass wir insgesamt zunächst einmal eine Balance finden zwischen Ökonomie und Ökologie. Und bei den Zielen ist es natürlich auch wichtig, zunächst einmal zu sehen, was wir bereits auch getan haben, denn bei dem Thema stehen wir eigentlich schon mittendrin. Wir haben in der letzten Legislaturperiode im Rahmen der Großen Koalition sehr, sehr viel bewegt. Ich erinnere nur daran, dass wir zum Beispiel gerade für die Elektromobilität die Weichen gestellt haben. Es gibt Kaufprämien, die jetzt nochmal verdoppelt wurden. Der Bezugszeitraum wurde noch einmal verlängert, auch wegen Lieferschwierigkeiten bis 2025. Ladeinfrastruktur massiv reingegangen. Bei der Bahn, wir geben jetzt zum ersten Mal im Bundeshaushalt, deswegen Herr Lieb, bei dieser Statistik, naja, wir geben zum ersten Mal mehr für die Bahn aus als tatsächlich für das Auto, als für die Straße. Und auch das kann sich sehen lassen. Allerdings, es gibt natürlich noch sehr, sehr viele Bereiche, wo wir weitermachen müssen. Wasserstoffmobilität, beziehungsweise natürlich auch Batteriezellproduktion. Wir kommen ja auch auf die Vor- und Nachteile zu sprechen. Das hatten Sie angesprochen gehabt, Herr Edel, weil auch da muss man, wenn man das Thema Ökologie ernst nimmt, genau reinschauen, was es dann auch bedeutet, die Rohstoffe dafür zu gewinnen. Ich denke da vor allem an Lithium. Ich denke daran, dass wir ein Drittel des Lithiums aus Südamerika herausholen.
aus Salzseen mit sehr viel großen Wassermassen behandeln müssen. Und das bei Ländern Chile, Argentinien, Bolivien, wo die Wasserknappheit ohnehin auch vorhanden ist. Die Zeit lässt jetzt vieles natürlich nicht zu, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wenn wir natürlich auch über Gelder reden, die wir bewegen, vieles in der Region ankommt. Ich denke beispielsweise daran, dass wir den Bahnhof in Mühlacker modernisiert haben, barrierefrei gemacht haben. Pforzheim, Dito, Niefern wird gerade angegangen. Das heißt, das zeigt sich auch bei uns in der Region und auch beim Thema Straße. Das gehört für mich da unabdingbar mit dazu. Wenn ich da an die Westtangente denke, wenn ich daran auch denke, an den Autobahnausbau, das mag jetzt Ihr Konzept vielleicht nicht abdecken. Aber ich halte sehr viel davon, dass auch Verkehr fließt und fließen muss. Das bedeutet, in dem Moment, wenn Staus sind, ist das auch eine Belastung für die Umwelt. Und deswegen ist auch da das Geld sehr, sehr gut investiert. Jetzt machen wir da mal einen Cut, Herr Kirchbaum. Sie, Kai, hebet sich das auf für die weitere Runde, weil die 3 Minuten sind um. Vielen Dank nochmal. Okay. Gut, dann machen wir die Radmobilität nachher noch. Genau, es gibt bestimmt noch Möglichkeiten dann für die andere Themen. Erstmal vielen Dank. Liebe Frau Maas, bitte. Ja, vielen Dank auch. Ich danke für die Einladung heute und begrüße Sie natürlich alle herzlich und will mich auch deshalb bedanken, weil ich glaube, dass das eines der zentralen Zukunftsthemen ist, das wir gerade diskutieren. Wie schaffen wir die Mobilitätswende? Und da ist die Mobilitätswende darf nicht zur neuen sozialen Frage werden. Und deshalb ist es mehr als anspruchsvoll. Herr Lieb hat ja schon darauf hingewiesen, wie das uns in den letzten Jahren gelungen ist, aus die CO2-Reduzierung und durch das Klimaschutzgesetz, das wir gemacht haben, ist ja völlig klar, jeder Sektor muss seinen eigenen Beitrag zur Klimaneutralität liefern und wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen das 45 spätestens erreichen Klimaneutralität und haben den Anspruch, dass wir das modernste und innovativste Verkehrssystem bis 2030 haben. Und das soll natürlich alles auch unter bestimmten Überschriften laufen. Also es soll Mobilität weiter ermöglichen. Herr Lieb hat gesprochen, dass wir eine Reduzierung brauchen. Da haben Sie auch Vorschläge mit Homeoffice und so weiter. Das teile ich alles. Aber dennoch haben wir Mobilitätsanforderungen. Wir können den Leuten nicht sagen, ihr dürft nicht mehr mobil sein. Und was ich noch viel fataler hielte, die mit viel Geld können mobil sein und die anderen nicht. Deshalb sage ich, es darf nicht zur neuen sozialen Frage werden. Es muss auch funktional sein. Es muss die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Verlässlich sein, auch das ist, glaube ich, wichtig, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger und die Lebensqualität erhöhen. Und so, ich sage jetzt mal ein Leitbild, man kann Stadt dann auch austauschen durch Gemeinde, Städte, die oft für Autos geplant und ausgerichtet sind, müssen zu Städten für alle werden. Also alle heißt Fußgängerinnen, Fußgänger, Radverkehr, öffentlicher Personennahverkehr und vieles weitere. Das ist so mein Leitbild zum Klimaschutzgesetz, habe ich schon was gesagt. Und ich will noch zu dem, was wir diese Legislatur gemacht haben, wir haben natürlich mit dem Konjunkturprogramm, mit den 130 Milliarden extrem viel im Bereich Verkehr investiert. Nicht nur was E-Mobilität angeht, auch was Wasserstofftechnologie angeht, was Flottenaustauschprogramme, sowohl Bus, Lkw, aber auch für soziale Einrichtungen angeht. Also ein Riesenbeitrag zur Transformation. Und was ich in Ihrem Flyer auch wirklich, wirklich wichtig und gut finde, ist die klare Orientierung auf Tarifbindungen, aber auch auf die Frage der Transformation. Jetzt sind wir im Pforzheim- und Enzkreis, einer der Landkreise in Baden-Württemberg, wenn nicht sogar der am stärksten Betroffene von der Transformation insgesamt. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass wir das nicht irgendwie nebenbei liegen lassen, sondern auch uns überlegen, was heißt es denn für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Bär in Mühlacker? Was heißt es denn für die viele Zuliefererindustrie, die wir in der Region haben? Und ich habe auf jeden Fall ein Interesse, dass die Menschen weiterhin gute Arbeit und gut bezahlte Arbeit haben und dass das eben auch ein ganz wichtiger Beitrag ist. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir das jetzt hier am Anfang erwähnen. Das, und da machen wir jetzt auch den ersten Cut, Frau Maas. So schnell geht es leider mit den 3 Minuten. Aber es geht ja noch weiter. Wir sind noch eine Weile zusammen. Bitte schön, Herr Semet. Ich möchte mal
mich erstmal bedanken für die Einladung. Sehr gerne mache ich mit. Ich nehme aktiv teil an dem Thema, an dem wir heute sprechen. Ich bin sowohl Autofahrer als auch Fahrradfahrer. Ich fahre sehr gern Fahrrad in der Stadt. Es hängt natürlich ein bisschen vom Wetter ab. Wenn das Wetter nicht so gut ist, dann fahre ich weniger gern Fahrrad, dann fahre ich lieber mit dem Auto. Aber ich versuche, das in einigermaßen Ausgleich zu machen. Und das Fahrradfahren ist eine schöne Sache dort, wo es möglich ist. Und ich denke auch, dass gerade Pforzheim durchaus mehr tun könnte oder man hier für Radfahrer mehr tun könnte, um das Radfahren attraktiver zu machen. Insbesondere das Radfahren ein bisschen zu trennen vom Autoverkehr. Insgesamt denke ich, wir reden heute über Mobilität. Und dann möchte ich auf der anderen Seite fragen, Mobilität ist ja natürlich auch ein Stück Freiheit. Egal, ob das Fahrrad ist oder ob das Auto ist. Und wenn ich frage, wer fährt mit seinem Auto, es geht ja bei der Fragestellung hauptsächlich um das Automobil und dann natürlich sehr stark um das private Automobil. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der größere Teil dessen, was sich heutzutage auf der Straße bewegt, Transport von Waren ist und von LKWs bewerkstelligt wird. Trotzdem zurück zu der Sache des privaten Verkehrs. Ein privates Auto ist ein Stück Freiheit, das ich nicht vielleicht unbedingt brauche, aber das mir das Leben einfacher macht. Und viele Menschen, die nicht direkt in der Stadt wohnen oder einen größeren Weg zu ihrer Arbeit zurückzulegen haben, die sind auf ein Auto angewiesen. Familien sind oftmals auf ein Auto angewiesen, Kinder zu transportieren, entsprechende Mengen Nahrungsmittel und andere Gegenstände einzukaufen. Das heißt, wir fahren ja nicht alle nur aus Jux und Dollerei in der Gegend rum und könnten das auch anders tun, sondern es hat ja einen direkten Hintergrund. Das Leben ohne Mobilität, will ich jetzt mal offen lassen, den Begriff, ohne Mobilität wird sehr viel schwerer. Und Sie haben vorher verwiesen auf die Städte des 18. Jahrhunderts oder vor 150 Jahren. Die hatten es damals vielleicht einfacher, die hatten noch Pferde, die haben kein CO2 ausgestoßen, dafür andere Dinge. Aber das waren auch andere Strukturen, als wir sie heute haben. Und das ist der Punkt, den ich dazu sagen möchte. Dann sollten wir schon das Ganze in den Kontext stellen. Es geht ja auch um die Frage des CO2-Ausstoßes, um die Frage der Energie, die ich verwende, um Transport, Verkehr, aber auch andere Dinge zu tun. Und die Mobilität ist eben ein Teil davon. Und das sollten wir nicht außer Acht lassen, dass es nicht der größte Teil ist, der hier in Frage gestellt wird, sondern ein Teil, der auch wichtig ist und um den man sich durchaus kümmern kann. Alles Weitere würde ich gerne später. Gut, ja, vielen Dank. Damit kommen Sie ganz gut auf die 3 Minuten. Vielen Dank. Und dann käme die Frau Celik. Bitte schön. Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Bei Mobilitätswende, was mir aufgefallen ist, ich finde Busfahren oder Bahnfahren einfach zu teuer. Wenn ich jetzt mal angewiesen bin, mit dem Bus zu fahren, zahle ich für Hin- und Rückfahrt für die Arbeit nur 5,40 €. Und wenn ich das jetzt jede Woche ausrechne, was ich da zahle, ist es schon sehr teuer. Und ich finde, wir müssen da irgendwie konsequent was anbieten. Ich finde, wir sollten Bus und Bahn vergünstigt anbieten. Ich bin eher dafür, dass wir das eher kostenlos anbieten, gerade für Schüler, Studenten oder auch für Rentner, die sich das einfach nicht leisten können. Oder wenn man jetzt bei Caresharing anguckt, viele trauen sich das gar nicht. Zum Beispiel bei jemand Fremdes mal mitzufahren oder so. Und was Fahrradwege angeht, ich finde es einfach schade, dass in Pforzheim die Fahrradwege gar nicht so richtig ausgebaut sind. Weil wenn ich jetzt so überlege, wenn ich jetzt mit dem Auto zur Arbeit fahre und ich sehe Fahrradfahrer, die auf einem normalen Fahrweg fahren und die sind einfach nicht geschützt. Die Autofahrer interessiert das gar nicht, ob das jetzt ein Fahrradfahrer ist oder einer mit einem E-Roller da hochfährt. Und ich sehe das immer so als meine Aufgabe dann so, ja, ich bin halt dann die dumme Autofahrerin, die leicht mittig wird, dass die dann halt nicht überholt werden. Wissen Sie, was ich meine? Und ich finde einfach nur, das, was bei uns ausgebaut wird, dass man immer auf dieses Wirtschaftliche guckt, aber man guckt nie auf dieses Soziale, was bei uns einfach ist. Ich finde es einfach schade, dass man zum Beispiel in Pforzheim den Busverkehr einfach privatisiert hat, anstatt es in der städtischen Hand zu lassen. Ich meine,
Klar fahren viele mit dem Auto, aber wenn ich mich jetzt so umhöre und mal mit Leuten rede, ich arbeite im Einzelhandel und bei mir kommen manche Kunden, die tun einfach mal Smalltalk halten, mal sich beschweren über die Regierung, über dies und jenes, was in Pforzheim ist oder im Enzkreis. Meine Freundin wohnt im Enzkreis und bei ihr ist so, ab einer bestimmten Uhrzeit fährt kein Bus in die Stadt rein zum Beispiel. Oder ab einer bestimmten Uhrzeit fährt von der Stadt kein Bus mehr in den Enzkreis, wo sie wohnt, rein. Und ich finde das einfach traurig, weil früher, kann ich mich daran erinnern, gab es sowas wie Sammelbusse, wo man angerufen hat zum Beispiel und gesagt hat, ja, wir sind nur so und so viele Leute. Und dann kam dieser Bus, dann hat man halt so und so viele Summe gezahlt und dann wurde man halt dahin gefahren, wo man halt hin, also an die Haltestelle, wo man halt aussteigt. Und das kenne ich jetzt nicht nur vom Pforzheim, ich kenne es auch vom Müllacker, weil damals war das ja dort auch so, aber mittlerweile gibt es diesen Sammelbus ja gar nicht, so viel ich weiß. Diese kleineren Busse, die dann fahren, die günstiger fahren wie die normalen. Und ja, wir sind einfach da, also wir als Partei möchten einfach, dass Bus und Bahn natürlich kostenlos angeboten werden. In Wien hat man es ja schon gesehen, dass es teilweise funktioniert hat, 20% mehr den öffentlichen Verkehr nutzen. Und dafür stehen wir einfach. Wie gesagt, ich finde einfach, dass die Mobilität in Pforzheim sehr zurückhaltend ist. Ich finde diese Angebote, die wir haben, einfach zu wenig. Und ein E-Auto kann sich einfach nicht jeder leisten. Ich finde das eine tolle Idee, aber wenn ich jetzt gucke, ich könnte mir das mit meinem Einzelhändlergehalt zum Beispiel einen elektronischen Wagen gar nicht leisten. Auch nicht, wenn ich es leasen würde, könnte ich mir das leisten. Und okay. Das sind halt so Fakten. Das wären jetzt auch die ersten 3 Minuten. Vielen Dank. Gerne doch. Und dann kommen wir zur letzten in der ersten Runde. Frau Effner, bitteschön. Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank und einen schönen guten Abend an die ZuhörerInnen. Ja, ich werde es mal ein bisschen anders darstellen. Wir haben viele Absichtserklärungen in den letzten Jahren erlebt, wann wir klimaneutral sein wollen. Wir haben aber nie Maßnahmen, Programme aufgelegt, die sich konsequent am Pariser Klimaabkommen orientieren und sicherstellen, wie wir das wirklich einhalten können. Und dazu müssen jetzt ganz gravierende Dinge passieren. Und es wird sehr emotional über das Thema Elektromobilität zum Beispiel diskutiert. Wir haben aber Aufgaben, die vor einer Antriebswende stehen. Und das bezeichnen wir als die 5 Vs. Wir brauchen als allererstes die Vermeidung von Verkehr. Und da gehört natürlich das Recht auf Homeoffice dazu. Da gehört auch dazu, dass man auf Dienstreisen verzichtet, Besprechungen mittlerweile mehr im digitalen Format stattfinden. Da gehört aber auch dazu, dass Menschen die Dinge, die sie zu ihrem täglichen Leben brauchen, dass sie die bei sich im Nahumfeld finden. Eine Stadt wie Paris versucht, das 15-Minuten-Konzept umzusetzen, dass ich von Gesundheitsversorgung über Naherholung, über Arbeit, über Einzelhandel, Lebensmittelversorgung und so weiter, dass ich das alles eben in 15 Minuten erreichen kann. Und auch da müssen wir in Deutschland viel mehr hinkommen. Und das kann der Bund fördern, dass Kommunen ihre Stadtentwicklung dahin umgestalten, dass wir innovative Konzepte hier gehen, dass wir zum Beispiel auch in ländlichen Regionen, bevor 10 Menschen zum Arzt fahren, einzeln mit dem Auto, gibt es Projekte in Baden-Württemberg, wo eben das Arztmobil in den Ort kommt und die Menschen aufsucht, was wiederum auch zur Verkehrsvermeidung führt. Das zweite ist die Verlagerung von Verkehr, wo wir ganz massiv reingehen müssen. Beschluss der Verkehrsministerkonferenz von 2020. Wir müssen definitiv die Regionalisierungsmittel deutlich erhöhen. Es reicht nicht, dass wir sie dynamisiert haben, sondern wir müssen ganz anders da reingehen, um Verkehr tatsächlich zu verlagern auf die Schiene in den öffentlichen Bereich und nicht mehr im motorisierten Individualverkehr bzw. im Gütertransport, eben Transport durch LKWs. Und dafür brauchen wir eine ganz massive Förderung und müssen mindestens auf den europäischen Level kommen. Wir zahlen in Deutschland 75 Euro pro Kopf für die Schiene. Die Schweiz, da kann man noch sagen, die hat Berge, die zahlen irgendwie etwas über 400 Euro pro Kopf für die Schiene. Und diese Mittel müssen wir deutlich erhöhen. Und daran müssen wir eben unsere Regionalisierungsmittel ausrichten.
Und wir müssen eben auch hingehen und sagen, der Bundesverkehrswegeplan muss ein Bundesnetzplan werden, indem wir sagen, wir denken alle Verkehrsträger zusammen und eben nicht mehr der Vorrang des Autos und des Straßenbaus. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich tatsächlich jetzt an einer muss Stelle... Muss ich Sie auch unterbrechen, leider. Und natürlich wollen Sie sicher uns auch noch die drei anderen Vs vorstellen, aber ja, das müssen Sie dann für später aufheben, weil wir einfach das ja irgendwie gleichgewichtig machen wollen. Vielen Dank erstmal für die erste Runde. Sie haben das breit aufgemacht, auf ganz unterschiedliche Weise, sehr grundsätzlich, zum Teil sehr detailliert. Ich würde jetzt gerne weitermachen mit einer zweiten Runde. Vielleicht schaffen wir das mit jeweils 2 Minuten. Und dann würde ich dem Matthias Lieb die Gelegenheit geben, einmal nochmal ein Zwischenwort zu geben. Und dann würden wir vielleicht schon ganz bald auch mal an die Teilnehmerinnen denken, was die sich so nebenbei gedacht haben und gerne sagen möchten. Deswegen machen wir jetzt mal nochmal mit den derzeitigen Oppositionsparteien weiter aus dem Bundestag. Herr Semet, Sie haben uns ja das vorgestellt, dieses große Thema Freiheit, die uns durch die Individualmobilität gewertet. Und das ist, glaube ich, also für viele Menschen unbestritten, sage ich mal. Ich bin in dem Alter, wo ich weiß, wie das noch war vor 40, 50 Jahren, wo die ganze Mobilisierung bei uns in den Städten vorangegangen ist. Und gleichzeitig, also so nehmen wir es ja wahr, deswegen auch natürlich unsere Allianz, ist uns das eine Last. Ja, also das, was auf der einen Seite die Freude, die Freiheit, das ist gleichzeitig eine große Last. Und dann nochmal jetzt an Sie die Frage, Herr Semet, gibt es da bei Ihnen in der Partei die Idee zu sagen, wie kommen wir dahin, dass die Individualmobilität in den Städten geringer wird, möglicherweise Flächen anders verteilt werden? Oder sagen Sie, nee, das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen nicht den Individualverkehr reduzieren. Aber wenn dann die Frage, wie kriegen Sie das mit dem Freiheitsgedanken hin? Bitte schön. Vielleicht kann man sich das heute noch nicht vorstellen. Individualmobilität heißt ja nicht, dass jeder unbedingt ein Auto haben muss. Im Moment ist es vielleicht teilweise so, dass man die meisten Menschen, die sich das leisten können und das auch wollen, haben ein eigenes Auto. Aber vielleicht, es geht uns jetzt nicht darum, das zu gucken, was ist, sondern in die Zukunft zu schauen. Das heißt, wir müssten einfach Konzepte entwickeln, die kreativ sind. Es gibt ja im Zusammenhang mit dem Auto, was keinen Fahrer mehr braucht, das also selbsttätig fährt, auch natürlich die Möglichkeit, die Anzahl von Fahrzeugen zu reduzieren, indem man mehr auf Leasing oder Teilsysteme geht, wo man davon abkommt, immer mit seinem eigenen Auto zu fahren, aber trotzdem ein individuelles Fahrzeug zur Verfügung hat im näheren Umfeld, was ich nutzen kann. Und durch ein Carsharing-System oder Ähnliches, das kann auf Gemeindeebene sein, das kann auf Firmenebene sein, das könnte auf Stadtebene sein, wie immer das auch organisiert sei oder auf privatwirtschaftlicher Basis, was uns immer das Liebste ist, das zu organisieren, um den Menschen diese Freiheit auch zu erhalten. Und trotzdem vielleicht die Anzahl der Fahrzeuge. Wir wissen ja alle, dass unsere Fahrzeuge die meiste Zeit stehen und die wenigste Zeit fahren. Also das wollte ich gerade fragen. Das heißt, Sie würden, darf ich das durchaus richtig verstehen, Sie würden schon eindeutig auch dafür plädieren, auch wenn Sie sagen, wir wissen es noch nicht genau wie, dass wir eigentlich eine Zukunft in Städten haben müssen, wo weniger Stehzeuge sind. Ja? Nein, ich würde es anders formulieren. Wir sollten an kreativen Lösungen. Das Problem ist evident. In Pforzheim ist es doppelt evident, weil die Stadt ist sehr oft verstopft. Das liegt an den Fahrzeugen, die hier stationiert sind. Das liegt aber natürlich auch an der nahen Autobahn, die fast täglich Unfälle und Engpässe hat und dann viele Fahrzeuge dazu verleitet, durch die Stadt zu fahren, in der Hoffnung, die Strecke oder diese Zeit einzusparen. Das heißt, wir leiden gewaltig darunter. Und wir sind immer mehr auf dem Konzept, nicht zu sagen, wir wollen etwas verbieten, sondern wir sagen, lasst uns kreative Lösungen suchen, um ein Problem zu lösen. Aber implizit habe ich bei Ihnen schon rausgehört, trotzdem auch mit dem Ziel, der Anteil des Individualverkehrs oder der Fahrzeuge letztlich, so habe ich das bei Ihnen gehört, müsste ja vielleicht doch auch... Ich denke, dass man Menschen durchaus davon überzeugen kann. Oder wenn ich ein selbstfahrendes Konzept habe, dann könnte jetzt einfach mal morgens ein Auto vorfahren, was mich zur Arbeit bringt. Also habe ich alles klar. Fahrzeug
wird dann über den restlichen Tag anderweitig verwendet, so wie man Taxi ja auch nur für die Strecke mietet, die man braucht. Ja, vielen Dank. Habe ich verstanden. Danke. Jetzt ist die Frau Czellig weg. Die wollte ich jetzt eigentlich dran nehmen. Dann komme ich nochmal zu Frau Effner. Die Frage, wie kommen wir zu weniger Stehzeugen in den Städten? Indem wir den Umstieg attraktiv machen und das heißt, der Umstieg auf öffentliche Mobilitätsangebote, aber genauso das Thema der Umstieg auf nicht mehr besitzen, sondern teilen, indem wir Carsharing forcieren, indem wir Ridesharing forcieren, indem wir auch Digitalisierung in diesem Bereich nutzen. Und dafür braucht es ganz viele Ansatzpunkte. Das erste ist einfach ein verlässlicher Takt, dass die Menschen auch das Gefühl haben, sie können sich darauf verlassen, dass die Öffentlichen pünktlich, sauber, sicher, zuverlässig fahren, dass sie in einer alternden Gesellschaft barrierefrei sind. Wir sagen, wir wollen die Bahn in 10 Jahren barrierefrei gestaltet haben, also das Bundesbahnangebot, wo eine große Aufgabe drin besteht, und indem wir dann aber auch tatsächlich Reiseketten vernetzen miteinander, indem der Mensch eine Reiseauskunft bekommt von A nach B, wo er losfährt und vielleicht mit seinem eigenen Fahrrad zu einer Station fährt, in ein öffentliches Angebot steigt, an einem Bahnhof ankommt, da ein E-Bike leihen kann oder ein Carsharing-Auto leihen kann, indem er einen Preis dafür zahlt, indem er eine Auskunft dafür bekommt für die komplette Reisekette. Und dafür müssen wir eben die ganzen Digitalisierungsprozesse so aufsetzen, dass sie mit Open Data funktionieren. Sonst haben wir wieder zwischen Verkehrsverbünden zum Beispiel haben, das Schnittstellenproblem, und dann funktioniert es nicht. Dass es für den Nutzer wirklich ein einfaches, leicht zu durchschauendes Angebot ist. Gut, vielen Dank. Und vielleicht darf ich das ein. Ich habe in der Zwischenzeit gelernt, die letzten Jahre, dass wir, glaube ich, fast 20% der Bevölkerung haben, die eigentlich auf eine größere Barrierefreiheit angewiesen wären. Das denkt man oft gar nicht. Frau Czellig, nochmal zu Ihnen. Sie haben mir vorher schon einige gesagt, das war sehr stark das Thema ÖV. Gleichzeitig haben Sie gesagt, Sie sind individual, also Sie fahren sehr viel selber mit dem Auto. Was bräuchte es für Sie, damit Sie sagen, Sie lassen Ihr Auto stehen? Nein, das hat jetzt damit nichts zu tun. Also ich meine, ich laufe ja auch im Sommer gerne zur Arbeit. Also wenn das Wetter gut ist. Jetzt hören wir Sie leider. Ja. Auto angewiesen, Gottes Willen, nicht damit sagen, aber ich meine, ich bin in Pötzingen und ich arbeite auf der Wipferdinger Höhe, und ich meine, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad da hochfahren würde, egal aus welcher Richtung, ich habe gar nicht die Möglichkeit, ich finde die Fahrradfahrer, die haben gar nicht die richtige Möglichkeit, den Berg hochzufahren, ohne dass eine Gefahr für sie da entsteht, durch die Autofahrer, weil morgens sind die Autofahrer oder abends sind sie sehr laut. Wissen Sie, was ich meine? Und ich fahre jetzt nicht generell mit dem Auto. Ich fahre mal mit dem Bus zur Arbeit. Ich laufe auch gern mal zur Arbeit. Ich ist nicht schade. Mein Auto steht eh nur den ganzen Tag auf dem Parkplatz. Von daher muss ich jetzt so einen kurzen Weg auch nicht immer fahren. Aber wenn ich jetzt so überlege, ich finde Busfahren tatsächlich teuer. Weil wenn ich jetzt überlege, früher hatte ich ein Busticket. Aber jetzt mittlerweile sich zu zahlen, damit ich 2,70 Euro zu zahlen, damit ich 3 Haltestellen weiter unten im Rötzing aussteige, damit ich nach Hause komme. Und ich finde auch generell, dass es zu teuer ist, sei es Monatskarten, Jahreskarten. Meine Schwester ist Schülerin und zahlt 60 Euro für eine Monatskarte. Das ist doch kein Preis. Das kann sich doch eine Schülerin, die keinen Nebenjob hat oder so gar nicht leisten. Wissen Sie, was ich meine? Und deswegen würde ich, also wir sagen halt, dass Bus und Bahn natürlich kostenfrei sein sollte, so gut es geht, oder vergünstigt werden sollte, gerade für Leute, die halt kein geringes Einkommen haben. Rentner, Studenten, Schüler, die haben ja kein Einkommen, wo man sagen kann, es ist für die Luxus, mal mit dem Bus zu fahren. Meine Oma läuft auch immer in die Stadt, weil sie sich das mit ihrer Rente halt nicht leisten kann, jedes Mal Bus zu fahren. Es ist einfach Fakt. Und ich finde, man kann nicht nur mit dem Fahrrad die ganze Zeit unterwegs sein, wenn gar keine gescheiten Fahrradwege für die Fahrradfahrer existieren.
Und ich finde das einfach schade, auch wenn, ich meine, in den letzten 10 Jahren haben die Fahrradfahrer in Pforzheim enorm zugelegt. Und wir haben immer noch keine gescheiten Fahrradwege, wo ich sagen kann, man kann es mal ausnutzen. Also vielen Dank. Zwei wichtige Punkte. Sie sagen Fahrradwege und der ÖV deutlich billiger. Herr Griechbaum, neulich hatten wir eine Veranstaltung, da hat uns ein Verkehrswissenschaftler gesagt, entscheidend sei Push und Pull. Also beides, und zwar gleichzeitig. Ja? Also Angebote verbessern und gleichzeitig aber vielleicht auch bestimmte Dinge sehr stark anstoßen oder vielleicht auch reduzieren. Gehen Sie damit zu sagen, wir müssen den Individualverkehr in den Städten vor allen Dingen, wie es da auf dem Land ist, ein bisschen mühsamer, zurückdrängen? Also ähnlich wie das der Herr Semet ja auch gesagt hat, zu sagen, die ganze Mobilitätsmodalität muss sich verändern. Und was können Sie da dafür tun? Aber es geht schon tiefer. Sie hatten gerade ländlicher Raum angesprochen. Ja. In der Tat, ich selber möchte und die CDU möchte auch nicht, dass die Lebensqualität eine Frage der Postleitzahl wird. Mhm. Das heißt, wir müssen hier eben auch sehen, dass der ÖPNV seine Grenzen hat, auch abends, am Wochenende, nachts. Da fährt eben nicht mehr im 15-Minuten-Takt, dann natürlich in ländlichen Räumen der Bus noch. Statt, und davon jetzt zu unterscheiden, ich glaube, es ist mehr und mehr heute schon erkennbar, dass der Individualverkehr zurückgedrängt wird. Denken Sie an Tempobeschränkungen, denken Sie daran, dass Fußgängerzonen ausgeweitet werden. Überlegen Sie mal, wie früher Pforzheim aussah, noch vor 30, 40 Jahren, wie es heute aussieht. Und das wird sicherlich auch weitergehen. Sie hatten angesprochen, auch Autos in die Innenstadt. Ich denke, es ist auch manchmal eine Frage intelligenter Parkraumbewirtschaftungssysteme. Es gibt, weil der Name Daimler VW etc. heute Abend wahrscheinlich eh noch fällt, sei es mir vergönnt, dass ich sage, es gibt ein geniales Unternehmen bei uns in der Region, in Friolzheim, die Firma Otto Wöhr, die machen Parkraumsysteme, die verkaufen ihre Parkraumsysteme nach Tokio, nach München und sonst wohin, allerdings bei uns in der Region Fehlanzeigen. Wäre mal ein gesonderter Besichtigungstermin vielleicht für Sie wert. Es ist erstaunlich, was die alles können. Ich aber selber sage auch, es ist ein Stück weit individueller Freiheit, das Automobil zu benutzen. Wir müssen die Autos umweltfreundlicher machen. Ich glaube, da sind wir schon einen dicken Schritt weiter und das werden wir sicherlich im Laufe des Abends noch weiter vertiefen. Gut, vielen Dank. Dann Frau Mast. Sie haben ja vorher schon auch die soziale Komponente angesprochen. Was ist das Vorrangige oder wie kann das gehen, dass wir wirklich weniger MIVs haben? Muss ich das erklären? MIVs, gell, motorisierter Individualverkehr, Entschuldigung. Ist schon eine schöne Abkürzung, MIV, aber bitte schön, Frau Mast. Ich glaube, es gibt ja auch eine Frage im Chat, auch nochmal zum Radverkehr. Und es gab ja auch das Beispiel mit Pforzheim. Aber ich gehe da gleich drauf ein. Ich will noch mal was sagen zu dem, wie sich die SPD insgesamt aufgestellt hat. Wir haben ja unser Zukunftsprogramm so gestaltet, dass wir sagen, was sind die großen Zukunftsmissionen? Und es sind 4, Digitalisierung, Gesundheit, Klimaneutralität und bestes, modernstes, klimaneutrales Verkehrskonzept in Europa. Das findet sich auf Seite 11 bis 12 in unserem Wahlprogramm. Und dass man das so früh, ich habe mir das heute auch nochmal angeguckt und deshalb auch noch mal so klar, dass man das so früh quasi als eine der größten Herausforderungen für die ganze Bundesrepublik definiert, sagt schon, welchen Stellenwert wir dem geben. Und jetzt noch mal zu Ihrer Frage, Herr Edel. Ich würde es jetzt mal beim Radverkehr machen, weil ich finde es ganz schwierig, alles durchzudeklinieren. Und was wir wollen, ist natürlich über die nächsten Jahre mehr Geld auch in Radverkehr investieren. Wir wollen bei der Planung das auch freundlicher für Fußgänger und Radverkehr machen. Das ist natürlich immer sehr stark innerstädtisch, nicht nur. Also ich fahre auch mal 10, 15 Kilometer mit dem Rad, so ist es nicht. Ja, also das kann man ja noch machen, viele auch zur Arbeit, sage ich mal. Aber man muss schon auch genau gucken. Und in Pforzheim ist halt das Problem, dass wir eine sehr hügelige Landschaft haben und ganz lange die Leute gar kein Fahrrad gefahren sind. Mhm. Und durch die E-Bikes ist das jetzt plötzlich möglich. Und dadurch merkt man natürlich auch, dass das nicht das, das muss man ja zur Wahrheit, auch wenn man die Topografie von Pforzheim kennt,
einmal erwähnen, aber trotzdem könnte es ehrgeiziger sein, was jetzt die Umsetzung angeht. Wir brauchen natürlich Radspuren auch bei Bundesstraßen und so weiter, also dass man entweder eigene Radwege hat oder diese abgegrenzten Radwege. Wir wollen Förderung von Lastenrädern zum Beispiel. Also da ist relativ viel auch, was Radverkehr angeht. Deshalb, ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, weil sonst ist es so ein Maßnahmenaufzählen. Ja, ja. Und dann brauchen wir, wenn ich an öffentlichen Personennahverkehr denke, aber auch an die ganzen Mittel vom Bund. Es reicht ja nicht nur, Mittel aufzustocken. Am Ende des Tages müssen wir dafür sorgen, dass die Mittel auch klug verwendet werden können. Ich will ein Beispiel machen. Die GVFG, also die Mittel, die für Schienengebundene... Können Sie das nochmal geschwind aufheben, Frau Mast? Kann ich gerne. Die Zeit ist kurz, es tut mir leid. Hebe ich gerne auf. Alles genau, gut. Danke. Dann tun Sie das nachher nochmal. Ich würde jetzt bitten, dass wir vielleicht erst den Matthias Lieb bitten, um einen kurzen Einwurf von dem, was jetzt gehört oder auch nochmal zu fragen, was wollen wir jetzt noch unbedingt vielleicht nochmal wissen? Und dann die Stefanie Liebhins, es passiert ja einiges im Chat, ich kann es nebenher nicht richtig beobachten, aber ich bitte dann die Stefanie Liebhins, uns nochmal zu sagen, was bei den Teilnehmenden gerne gesagt oder gewusst wird. Matthias Lieb. Ja, Herr Kriechbaum, Frau Mast, in der Tat hat man in der letzten Legislatur durchaus viel für den ÖV mit der GVFG, also Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Aufstockung statt ursprünglicher Abschaffung, jetzt Erhöhung auf 2 Milliarden Euro pro Jahr. Da hat man viel getan. Auch bei der Bahn hat man mit Trassenpreisabsenkung einerseits, mit Aufstockung der Investitionen andererseits auch schon einiges angestoßen. Aber wie ich ja vorher gesagt habe, man habe 30 Jahre nichts hinbekommen, müsse jetzt in 10 Jahren eine Halbierung schaffen. Und was mir halt doch fehlt ist, oder was halt immer noch da ist, es ist immer noch ein sowohl als auch. Man macht alles gleichzeitig und dieses alles gleichzeitig machen führt halt dann dazu, dass keine richtige Priorisierung da ist, dass es ein Verzetteln ist und dass man deshalb letztendlich auch die Ziele nicht wirklich erreichen wird. Und da denke ich schon, dass man halt nochmal schauen muss, wie kann ich mit dem geringsten Mitteleinsatz tatsächlich Maßnahmen erreichen. Und da ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt schon heute, dass ich, wenn ich einen, also im ÖV habe ich deutlich weniger CO2-Ausstoß und im Radverkehr im Prinzip gar keinen. Das heißt, wenn ich da Verlagerungen vom Autoverkehr auf Rad und ÖPNV hinbekomme, kann ich quasi einfach so hier schon Vorteile einstreichen. Aber, und da haben wir das Defizit, wir haben keine Radwege einerseits und wir haben im ÖV einerseits das Thema Tarife, wurde schon diskutiert. Ich bin jetzt nicht der Anhänger von einem Nulltarif. Der ÖV soll schon was kosten, aber wenn man gleichzeitig natürlich kostenloses Parken hat und dann relativ hohe ÖV-Tarife im Einzelfahrkartenbereich, schaffe ich natürlich nicht, da jetzt die Leute zum Umsteigen zu bewegen. Im Zeitkartenbereich sieht es in Pforzheim durchaus passabel aus, aber ich muss halt zuerst die Hürde überwinden, dass die Leute bereit sind, eine Zeitkarte zu kaufen und da muss man halt dann wieder sehen, dann muss das Angebot auch stimmen und da war das Angebot vor 20 Jahren dichter als heute ist. Ja, deshalb, ich brauche da ein besseres Angebot, aber das kann ich durch die reine Fahrgeldeinnahme nicht finanzieren. Das heißt, wie sollen das die Kommunen schaffen, dieses Angebot zu verbessern? Sie müssen letztendlich die also Einnahme haben, um das Angebot für den ÖV verbessern zu können. Jetzt kann man sagen, na gut, dann muss ich Prioritäten setzen. Also was ist dann mit kostenlosen Parken? Ja? Passt es dann oder welche anderen Maßnahmen muss ich ergreifen? Und da fehlt mir ein bisschen die Ehrlichkeit, also sage, man kann nicht alles so lassen, wie es ist. Autofahren ist preiswert oder bleibt genauso günstig und man macht auch noch mehr ÖV und mehr Radwege. Also alles gleichzeitig geht nicht.
Und da. Matthias, ich glaube, ich gut angekommen ist. Dein erster Stichwort, und das hast du jetzt ausgeführt, ging dieses sowohl als auch. Ich glaube, das werden wir sicher in der nächsten Runde nochmal angesichts der Dringlichkeit nochmal versuchen, ob wir das nochmal besser konzentrieren können, auch an alle fünf zu sagen, wenn das sowohl als auch nicht geht, ja, dann ist die Frage, wie wir für das andere Mehrheiten bekommen und natürlich auch, was das dann in der Umsetzung bedeutet. Aber jetzt will ich nochmal fragen, die Stefanie Liepins, was passiert denn im Chat? Was wollen die Teilnehmenden gerne hören, wissen, kommentieren? Ja, die erste Frage war an die Frau Mast, aber ich nehme an, sie ist auch an alle anderen gerichtet, nämlich wie die Mobilitätswende bei der Dynamik, was glaube ich ironisch gemeint ist, der Planungen und Genehmigungsverfahren, wie sie derzeit ablaufen, funktionieren soll. Okay. Und da vielleicht im Anschluss passt auch die Frage, da schreibt der Herr Heisenberger, es gibt jetzt bereits Förderprogramme, auch für den Ausbau von Radinfrastruktur. Dennoch entsteht viel zu wenig, da die Gelder nicht abgerufen werden oder die Kommunen gar nicht die Möglichkeit haben, diese Gelder abzurufen, weil sie dafür niemanden haben, der das macht. Mhm. Ich denke, das geht in einen Themenbereich. Dann haben wir auch noch die Frage, wie man es realistisch schafft, mit dem Gütertransport von der Straße auf die Schiene zu verlegen. Und als letztes war dann auch noch, wie soll ein Bezahlsystem für das Mobilitätssharing aussehen? Das ist jetzt vielleicht eher was in die Zukunft. Nochmal, habe ich noch nicht ganz richtig gesagt, Spine nochmal. Ich nehme an, dass es da ums autonome Fahren und auch um Carsharing geht, dass es dafür bessere Bezahlsysteme. Ah, bessere Bezahlsysteme. Ja, mhm. Ja. Okay, also wir haben noch Stoff bis Mitternacht. ganz so lange machen wir es nicht. Aber Sie haben jetzt nochmal die Gelegenheit, erst nochmal in der ersten Runde, wir haben sicher noch ein paar Runden, es ist ja gerade Halbzeit, aber es ist ja bis jetzt sehr munter, interessant. Und aber wir versuchen schon nochmal ein bisschen natürlich das rauszukitzeln. Also sowohl die Frage, denke ich, die uns natürlich von der Mobilitätswende einfach wirklich sehr auf den Nägeln brennt, zu sagen, geht das sowohl als auch? Und wenn nicht, wie geht es dann? Wie können die Prioritäten gesetzt haben? Und dann ein Punkt, da bin ich dankbar für die Frage aus dem Chat, die uns auch bei der Landtagswahl schon immer wieder aufgeploppt ist, nämlich es fehlt auch Personal, um das alles umzusetzen. Also selbst wenn Sie jetzt gewillt wären und würden ganz groß das Füllhorn aufmachen in der neuen Legislaturperiode und die Milliarden übers Land schütten, wir könnten so schnell wahrscheinlich gar nicht umsetzen und verbrauchen. Also das wäre nochmal auch ein Punkt, ob Sie da dazu was sagen können. Das war ja auch, glaube ich, das Thema mit dem Förderprogramm, das gehört da dazu. Und dann natürlich, da waren wir bisher noch gar nicht, das Thema Gütertransport. Ein ganz großes Thema, hat vorher schon einer, glaube ich, von Ihnen angedeutet. Genau, Herr Sehme, danke. Aber da, ob Sie da auch nochmal eine Idee haben, weil, also das können Sie nachher sicher besser sagen, vielleicht als ich, oder sonst brauchen wir nochmal den Matthias Lieb. Aber das, was im Moment natürlich auf den Straßen passiert an Güterverkehr, auch beim besten Willen, kriegen wir nicht innerhalb ein paar Jahre alles auf die Schienen, wenn ich das richtig sehe. Also auch da wäre natürlich eine Frage, ob es eine Vision hat und schließlich Bezahlsysteme für moderne, das war auch Ihr Stichwort, Herr Sehme, mit Ihnen nochmal, aber auch gibt es intelligente Vorstellungen von Ihnen für Bezahlsysteme, auch für neue Mischsysteme, Ridesharing, Carsharing, wie können wir das auch besser machen, vereinheitlichen? So, also, jetzt haben wir genug gehört, jetzt sind Sie wieder dran. Jetzt fange ich nochmal, nicht mal nur bei der Frau Mast weiter, Sie habe ich abgebrochen. Sie dürfen jetzt nochmal ansetzen und ein bisschen weiter. Wir probieren es mal im 2-Minuten-Takt weiterhin. Ich tue Sie immer wieder ein bisschen unterbrechen, aber damit wir es. 10 Minuten, okay. Damit man, bitte? 2 Minuten ist okay. Damit wir auch immer wieder den Wechsel haben. Ich glaube, das ist für uns alle auch ganz gut. Bitte schön, Frau Mast. Ist alles okay. Sie brechen einfach mich ab. Ja, genau so. Ist gut. Sie sind ja auch also freundlich dabei. Das ist doch wunderbar. Danke. Ist alles in Ordnung. Jetzt zuerst nochmal Radwege und so weiter. Geld wird nicht abgerufen. Das kann ich gar nicht. So Expertin bin ich nicht, um in jedem Detail zu wissen, warum eine Kommune nicht beantragt. Aber ich merke, meine Kommunen, und zwar sowohl Stadt als auch Landkreis, sind immer sehr findig, wenn es Bundesmittel gibt, die zu beantragen. Und die rufen mich immer an und fragen, können sie das unterstützen? Und es unterstützt natürlich. Deshalb glaube ich, hat es mehr mit politischem Willen zu tun. Und das ist jetzt natürlich kommunal nichts, was ich in Berlin regle. Weil Kommunalpolitik hat eigene Mechanismen. Und wir hatten ja vorhin viel Wert drauf gelegt, dass wir hier nicht Landespolitik machen. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Gleiche für die Kommunalpolitik gilt. Ja. Ich will
doch nochmal einen anderen Punkt, weil Gunter Grichbaum und ich haben auf jeden Fall morgen früh einen Termin dazu. Fahrrad stärken heißt halt auch, dass wir uns darum kümmern, dass dann Fahrrad auch funktioniert. Und deshalb engagieren wir uns sehr, dass wir für den Einstal-Radweg eine Alternative bekommen, mit eine deutliche Alternative. Und deshalb haben wir morgen einen Termin dazu, wo wir uns engagieren, dass Radfahren funktioniert. Ich will das einfach einmal so, weil es ist ja nicht immer nur abstrakt und ist Geld da, sondern es ist Politik ist meine Erfahrung, ist sehr konkret und erst im Konkreten findet man dann auch die Lösungen. Ich will noch mal was, wo ich angesetzt habe, vorhin zu den GVFG-Mitteln sagen. Ja. Das ist ja nicht nur die Frage, ob wir die abschaffen oder erhöhen oder verstetigen oder noch mehr machen. Das ist ja das eine für schienengebundenen Verkehr, sondern auch, nach welcher standardisierten Bewertung wir die Prioritäten setzen, wofür das Geld zur Verfügung steht. Und heute ist es leider noch so, dass der Nutzen-Kostenfaktor, beispielsweise wenn wir eine Fahrzeitverkürzung im Fernverkehr haben, wird es sehr hoch bewertet. Wenn wir aber einen Effekt haben, dass mehr Güterverkehr fährt, haben wir eine geringe Bewertung. Und deshalb glaube ich, ist weder, also natürlich brauchen wir Planer, die Frage ist richtig gestellt, also das wissen wir alle, dass wir im Verkehrsbereich mehr Planer brauchen. Aber es gibt doch auch noch einiges zu tun, wo ich den Planer gar nicht zuerst mal brauche, sondern wo es auch noch mal um gesetzliche Aktivitäten geht und wie wir was fördern. Das will ich einfach noch mal beim Güterverkehr sagen. Und es gibt ja auch nicht nur Güterverkehr auf der Schiene, sondern auch auf dem Schiff. Auch das, finde ich, ist eine relevante Größe. Auch dort muss man natürlich für CO2-Neutralität sorgen. Aber so ein Schiff fasst ungefähr 150 Container. Das ist ja jetzt nicht irgendwas, ja, Binnenschifffahrt. Also das, finde ich, will ich einfach nochmal, jetzt sind wir jetzt nicht an einem großen Fluss, deshalb diskutieren wir das im Pforzheim-Enzkreis nicht so massiv, aber der Rhein, Neckar und so weiter sind auf jeden Fall nicht so weit weg von uns. Gut. Dankeschön. Ich habe jetzt ein bisschen zugegeben, weil ich gemerkt habe, die 2 Minuten, das geht fast nicht und das gilt natürlich für die anderen jetzt auch. Herr Grichbaum, bitteschön. Gerne. Es wurden ja eine ganze Reihe von Fässern aufgemacht. Genau. Also ich versuche es mal staccato. Eins, bei der Elektrifizierung von Bahnstrecken brauchen wir in Zukunft keine Genehmigungsverfahren mehr. Das heißt, die Verfahren werden insgesamt beschleunigt. Bei wichtigen Infrastrukturvorhaben kann der Bundestag in Zukunft die Genehmigung erteilen. Auch haben wir bei bestimmten Projekten die Klagemöglichkeiten verkürzt, damit es dann auch schneller geht. Das ist eine Erfahrung, die wir herausgewonnen haben, damals aus der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung, wo es einfach hat schneller gehen müssen. Dann war angesprochen worden Güterverkehr und Schiene. Wir haben ja den Schienenpakt, Herr Lieb, und da möchte ich gleich auch auf das noch eingehen, weil Sie gesagt haben, in den letzten 30 Jahren habe sich nichts bewegt, auch in Richtung Straße. Wir wollen aktuell den Gütertransport von der Schiene aktuell 19% auf 25% bis zum Jahr 2030 steigern. Das wissen Sie. Und das wird schon eine riesen Herausforderung werden. Das wird eine Mordsherausforderung werden. Denn man muss immer wieder dazu sehen, die Verkehrsdichte und der Gütertransport insgesamt, das hat sich alles erhöht. Wir werden nämlich bis zum Jahre 2030, so die Prognosen, 39% mehr Gütertransport haben. So, das darf ich halt auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, Herr Lieb, wenn Sie sagen, die letzten 30 Jahre habe sich nichts getan. Die Verkehrsfrequenz hat sich ja auch erhöht. Und so wird es beim Güterverkehr natürlich ganz genauso der Fall sein. Letzter Punkt auch, weil Sie das, Katja Mast hatte das auch gerade schon angesprochen, Enztal-Radweg, das war im Übrigen Post von Ihnen, vom VCD. Da hatte ich dann auch sofort reagiert, sofort zusammengetrommelt. Wenn die Presse heute Abend zugeschaltet ist, ist es leider ohne die Presse, weil es fällt in die Karenzzeit hinein. Also das wird, das ist wichtig, das ist unsere Entscheidung. Wir können ja auch die politische Arbeit, liebe Katja, nicht einstellen, sondern die geht auch in Wahlkampfzeiten weiter, ganz normal, weil wir hier eine Lösung brauchen. Aber das ist die Entscheidung anderer mit den Karenzzeiten. Das will ich nur mal so stehen lassen. Das geht also nicht von uns als Abgeordneten aus, aber das nur zum besseren Verständnis. Ich mache zunächst mal hier den Cut, sonst wird es zu lang. Dankeschön. Dann gehe ich jetzt mal zu Frau Effner. Ja, also ich würde als allererstes gerne mal auf die Frage von dem Herrn Lieb noch eingehen, die Frage nach dem sowohl als auch. Und ja. Ich glaube, wir müssen die Frage anders stellen. Wir müssen die Frage stellen, Priorität,
hat das, was tatsächlich und das Erreichen der Klimaschutzziele ermöglicht, und entsprechend müssen wir Dinge bepreisen und dann auch Gelder entsprechend lenken. Also die Einnahmen aus der Lkw-Maut zum Beispiel in den Ausbau der Schiene zu lenken. Das, die Dieselsubventionierung schrittweise sozialverträglich abschaffen. Eine ansteigende CO2-Bepreisung mit dem Ehrgeiz, auch damit die Klimaziele zu erreichen, tatsächlich umsetzen. Und dann aber es sozial abfedern, indem wir über ein Energiegeld das den Bürgern zurückgeben und indem wir auch sagen, wir legen einen Klimafonds auf, wo wir tatsächlich Familien unterstützen, die sich zum Beispiel nicht einfach das E-Auto leisten können. Und dann brauchen wir aber ein Bundesmobilitätsgesetz, was ganz klar sagt, Ziel muss eben sein und danach müssen wir Maßnahmen priorisieren. Wie erreichen wir tatsächlich die Verkehrswende? Wie erreichen wir Klimaneutralität in diesem Bereich? Und der Bundesverkehrswegeplan ist ja oft im Moment so ein Anmelden von, ich habe viele Wünsche und ich möchte tatsächlich noch was Neues bauen. Und da brauchen wir tatsächlich einen klaren Kriterienkatalog, der tatsächlich eben die Erreichung der Klimaschutzziele mit einpreist. Thema Güterverkehr. An dieser Stelle brauchen wir tatsächlich auch mehrere Maßnahmen. Wir müssen stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren, um Güterverkehr überhaupt wieder auf die Schiene verlagern zu können. Wir müssen Industriestandorte wieder daran anbinden. Ich glaube, es war vor 2-3 Jahren, als in Baden-Württemberg tatsächlich das Unternehmen, was den Kies für den Schotter für die Bahntrassen abgebaut hat, als deren Bahnhaltestelle, also ihre Haltestelle, wo sie auf den Gütertransport den Schotter aufladen konnten, als der quasi wegrationalisiert werden sollte, wo man dann wiederum mit LKWs den Schotter hätte zu Zügen bringen müssen, die den Schotter auf Bahntrassen bringen. Also auch da müssen wir tatsächlich hingucken, dass Industrie angebunden ist. Aber in diesem Bereich werden wir nicht umhinkommen. Da brauchen wir tatsächlich auch alternative Kraftstoffe. Und in diesem Bereich macht tatsächlich der Einsatz von Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen und Refuels auch Sinn. Da kommen wir nochmal zu einem neuen Thema, das können wir dann nachher nochmal aufnehmen. An der Stelle muss ich Sie abbrechen und komme zu Frau Czernik, bitte. Oh ja, also das ist so ein bisschen komplexer, als ich jetzt gedacht habe. Sorry. Es tut mir auch ein bisschen leid. Also das mit dem Gütertransport, klar, sollte man auf die Schiene schaffen. Aber ich frage mich dann, wenn wir das hinkriegen, müssen doch trotzdem die Produkte irgendwie dahin transportieren, wo sie ja gebraucht werden. Also müssen ja trotzdem kleine LKWs fahren oder Kleintransporter oder nicht. Oder habe ich das jetzt ein bisschen falsch verstanden? Ob mir da vielleicht jemand kurz aushelfen könnte. Sorry, aber... Ja, da haben Sie schon recht. Natürlich, das ist schon richtig. Aber heute habe ich große Verteilzentren, die halt an den Autobahnen liegen. Und früher sind die Güterzüge halt letztendlich in die Städte reingefahren. Ja, da gab es einen Hauptgüterbahnhof in Stuttgart direkt im Zentrum, in Frankfurt direkt im Zentrum. Und heute gibt es die Verteilzentren an der Autobahn. Und die Gütergleise, die Güterbahnhöfe sind inzwischen Wohnbebauung. Okay, danke. Perfekt. Okay, es tut mir echt leid, aber ich bin jetzt nicht in jedem Thema so extrem drinne deswegen. Genau, also ich stimme da schon zu, was die Kollegen hier auch gesagt haben, klar, teilweise. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch dazu sagen soll. Es tut mir echt voll leid, ich habe voll den Faden verloren. Irgendwie. Dann dürfen Sie nachher nochmal dazu. Von zu viel überlegen, sorry. Kein Problem. Dann nehmen wir Sie nachher wieder mit rein. Herr Semet, bitte. Ich wollte mal zu den zwei Dingen kommen. Einmal Bezahlsysteme, das deckt sich aber mit anderen Sachen. Es gibt in großen Städten, in Berlin gibt es das mittlerweile auch schon. Da gibt es Apps, wo man verschiedene Dinge quasi
mieten können. Egal, da kann man sich einen Transporter mieten oder einen Roller oder ähnliche Dinge. Das kann man bezahlen und alles abwickeln über eine App. Das wird, funktioniert schon ganz gut. Und in dem Bereich wird sicher noch sehr, sehr viel mehr passieren, um das alles zu machen. Ich kann ja mittlerweile auch jede Parkuhr in großen Städten füttern mit einer Kreditkarte oder mit meiner Bankkarte und die sogar über Handy dann nachher verlängern. Also da wird viel passieren, was das Bezahlen betrifft. Und das macht die Nutzung von solchen Dingen natürlich sehr viel einfacher. Und wir sehen es hier in Pforzheim, die ganzen Roller, die hier überall stehen, die werden ja alle per App bezahlt in der Regel. Man loggt sich ein und man fährt mit dem Ding, lässt es irgendwo stehen und das wird dann abgebucht oder wie auch immer. Also das geht. Das heißt, das ist aber ein System, was von den Menschen offensichtlich auch angenommen wird. Und da bin ich bei einem anderen Punkt. Um Veränderungen zu kreieren, denke ich, ist es natürlich gut, Pläne zu machen und auch Ideen zu entwickeln. Aber ich denke, man muss auch immer sehr stark darauf achten, wie kann ich die Menschen mitnehmen bei dem, was ich tue. Und dazu muss ich fragen, was wollen die Menschen eigentlich? Ich will zum Beispiel Fahrrad mal sagen. Der Fahrradverkehr hat sehr, sehr stark zugenommen, seit wir E-Bikes haben. Das heißt, vorher sind sehr wenige Menschen Fahrrad gefahren, einfach weil es mühselig ist, gerade hier in Pforzheim. Heute hat es sehr zugenommen, offensichtlich, weil eben ein richtiges Produkt jetzt da ist, was auch den entsprechenden Anklang findet beim Käufer und bei den Nutzern. Und so ändert sich etwas in mancherlei Hinsicht ganz von selber, ohne dass wir fördern jetzt Batterieautos. Das E-Bike musste nicht gefördert werden. Das ist auch von selber ein Renner geworden oder ein Erfolgsmodell und das ist noch nicht zu Ende. Und jetzt kommt natürlich die öffentliche Hand, die sagt, hier habe ich ein neues Verkehrsmittel, also muss ich auch die Infrastruktur dafür bereitstellen. Und das ist natürlich die Aufgabe. Aber ich sehe nicht, dass man jetzt dieses Entweder-Oder machen muss. Das ist sicher eine knifflige Aufgabe, die zu lösen ist. Und faktisch entlastet natürlich der E-Bike-Verkehr die Straßen auch und wie auch immer. Also gilt es ja auch, neue Ansätze zu denken. Aber ich sehe nicht immer dieses Entweder-Oder oder das eine zulasten des anderen. Aber das, Sie würden nicht in der Konsequenz so weit, also das provoziert mich so ein bisschen, Sie würden aber nicht in der Konsequenz jetzt so weit gehen, also wenn das bei den Fahrrädern funktioniert ohne Anreize, dann brauchen wir bei den Autos eigentlich auch keine Förderung für E-Mobilität, oder? Ja, offensichtlich funktioniert es bei den Autos ja nicht. Ja? Okay, da muss gut. Es also Gründe geben, weshalb das noch nicht funktioniert. Bei den E-Bikes geht es. Vielleicht, okay. Weil man ein E-Bike eben einfach laden kann zu Hause. Man hängt den Akku dran und fährt am nächsten Tag wieder los. Vielleicht ist das der entscheidende Punkt. Gut. Da bin ich wieder kurz beim Anfang. Ich denke, es gilt einfach, kreative Ideen zu entwickeln. Und viele Menschen entwickeln eben viele kreative Ideen. Und deshalb sehe ich da sehr starke Position, die Wirtschaft einnehmen muss, um solche zukünftigen Konzepte zu entwickeln. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne, weil es ein paar Mal aufgeploppt ist, ich glaube, eine Runde müssen wir jetzt schon einschieben zum Thema Preise, Preisgestaltung. Die Bundesregierung, das Parlament in Berlin hat beschlossen, eine Verschärfung des Tempos, um Klima zu schützen. Man hat eine CO2-Bepreisung beschlossen. Man hat gesagt, die CO2-Bepreisung wird jetzt auch außer dem Strommarkt jetzt für die Mobilität und für den Wärmemarkt erhoben. Und dann hat man das beschlossen und wenige Tage später fordert eine Partei, dann bedeutet doch das auch, oder sagt es, beschreibt es, das bedeutet auch eine Preiserhöhung beim Sprit. Und dann sagen die Koalitionäre, aber nein, beim Sprit wollen wir keine Preiserhöhung. Können Sie das nochmal zurechtrücken? Vielleicht haben wir es ja auch falsch wahrgenommen, aber ich fange jetzt nochmal bei den Koalitionären der derzeitigen Bundesregierung an, dass Sie das nochmal sagen, wie denn das zusammenhängt, CO2-Bepreisung und dann wird eben auch der Sprit teurer. Herr Griechbaum. Sie sind noch stumm geschaltet. Ah, genau. Sie müssen das Mikrofon, bitte. Ja, das hatte ich nur vor. Danke. Alles gut. Ausgemacht, damit keine Nebengeräusche reinkommen. Ja, klar, das ist natürlich so. Hinter dem CO2-Verbrauch hängt ein Preisschild. Und das wird sukzessive nach oben gehen. Das hat auch im Übrigen auch niemand anderes als Ralf Brinkhaus, auch im CDF-Morgenmagazin, immer deutlichst dazu gesagt. Es ist aber nur ein Punkt, denn parallel dazu, auch darauf möchte ich hinweisen, weil Bahnpreise nochmal auch aufgerufen wurden, haben wir den Umsatzsteuersatz bei der Bahn dauerhaft auf 7% runtergesetzt. Also damit wurde auch Bahnfahren günstiger, weil die Bahn genau das auch weitergegeben hat an die Kunden.
Das heißt, hier wird natürlich auch ein Beitrag geleistet und vor allem korrelierend insgesamt, weil Sie die Preispolitik ja angesprochen haben, einhergehend auch mit der Kfz-Steuer. Die Kfz-Steuer bei E-Fahrzeugen fällt weg. Es wird an der Verschmutzung ja letztlich auch festgemacht. Und ein zusätzlicher Kaufanreiz bei der E-Mobilität, bei E-Fahrzeugen, insbesondere bei den Dienstwagen. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es Katja Mast geht, dachte erst, naja, der Effekt ist vielleicht gar nicht so groß, von 0,5 auf 0,25% runter. Aber hier die Autohäuser sagen mir, nein, nein, das hat sogar einen Rieseneffekt gehabt. Also man sieht, die Dinge müssen natürlich auch im Markt ankommen, weil am Ende ist es der Verbraucher, der sich dann auch entscheidet und entscheiden können muss. Und da halte ich es auch so, das ist Teil der individuellen Freiheit. Da muss sich ein jeder dann auch entscheiden können, aber natürlich immer mit sozialen Abfederungen. Und die Regeln dürfen von der Politik möglicherweise verschoben werden. Was meinen Sie damit? Das, was Sie eigentlich jetzt beschrieben haben, Sie haben ja das jetzt mit der Steuergesetzgebung gesagt, Sie haben das mit den Preisen gesagt beim Benzin. Damit verschiebe ich ja bestimmte Regeln. Der Markt kann sich dann zwar frei danach entscheiden, aber die Regularien sind ein bisschen anders und das erwarten wir ja von Politik. Natürlich, also damit keine Missverständnisse entstehen, die Politik setzt innerhalb dessen die Rahmenbedingungen und damit entsteht natürlich ein Steuerungseffekt. Genau. Denn wenn wir tatsächlich den Klimawandel bekämpfen wollen, wenn wir zur Klimaneutralität gelangen wollen, wenn wir die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens realisieren wollen, Fit for 55, das, was jetzt die EU-Kommission auf den Tisch gelegt hat, wo wir ja Bundesrepublik Deutschland noch darüber hinausgehen, ja, wo wir aber auch in einem internationalen Wettbewerb stehen. Deswegen müssen wir dann auch aufpassen, dass es um uns herum kein Klimadumping gibt, um das offen zu sagen, weil wir ja seitens der EU-Kommission, seitens der EU schauen, dass wir hier einen Ausgleichsmechanismus etablieren werden in Zukunft, was den Preis angeht. All das muss natürlich gedacht werden. Deswegen, es ist schon, Hermann Hesse hätte jetzt seine Freude dran gehabt, ein gewisses Glasperlenspiel. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir am Ende des Tages auch nicht wirtschaftlich hinten runterfallen. Wir versuchen, Ökologie und Ökonomie in eine Balance zu bringen. Und ich glaube, das gelingt auch. Vielen Dank. Jetzt, Frau Mast, das ist ja die große Herausforderung, glaube ich, auch, wo Sie nach als SPD vermutlich mal eine ganz wichtige Rolle spielen. Wie geht es einerseits, die CO2-Emissionen zu verteuern und das gleichzeitig sozialpolitisch gut abzufedern? Bitte. Also zuerst mal geht es mir grundsätzlich nicht nur darum, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen, sondern Ökonomie, Ökologie und Soziales. Okay. Weil nur dann habe ich nachhaltige Politik. Uns bringt es nichts, wenn Leute sich abgehängt fühlen, weil abgehängte Leute zerstören Umwelt und fördern sie nicht. Das habe ich persönlich in Madagaskar beim Abholzen des Regenwalds ganz direkt gesehen, weil arme Leute roten den Regenwald, weil sie einfach Wanderfeldbau betreiben. Also ich sage jetzt, aber das kann man auch auf Deutschland übertragen und deshalb ist mir dieser Punkt sehr wichtig. Mhm. Deshalb geht es um nachhaltige Politik, es sind immer alle drei Dimensionen und kluge Politik ringt immer darum, die drei Dimensionen zusammenzubringen, weil wenn man eine vernachlässigt, dann funktioniert das System am Ende des Tages nicht. So, jetzt aber nochmal, was ist mit der CO2-Bepreisung? Das war ja nicht nur im Bundestag, sondern auch im Bundesrat. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat auch zugestimmt. Es ist mir dann schon wichtig, dass wir das hier nochmal einmal festhalten. Ah ja, klar. Die CO2-Bepreisung von 25 Euro ab diesem Jahr. Und natürlich ist da auch nicht nur bei der Erhöhung von Benzin und Diesel, sondern auch natürlich bei den Mieterinnen und Mietern bleibt da was hängen. Und wir haben in der Koalition ich will eigentlich, dass 100% dieser Kosten die Vermieter tragen, weil nur sie können entscheiden, welches Fenster ist eingebaut, welche Heizung wird eingebaut und so weiter. In der Koalition hatten wir uns geeinigt auf 50-50 Vermieter, Mieter, aber leider war das mit CDU, CSU nicht mehr abstimmbar im Deutschen Bundestag. Und deshalb betone ich die ganze Zeit diesen sozialen Ausgleich. Uns bringt es nichts, Leute zurückzulassen. Wenn die Menschen das Gefühl haben, nur noch Reiche können sich hier alles leisten und die Armen, die können dann die gebrauchten Dieselautos kaufen und dann noch mehr CO2-Preis zahlen etc. pp., dann haben wir ein veritables politisches Problem. Und deshalb geht es immer darum zu sagen, jetzt ganz stark zu investieren. Ich habe ja schon vorhin über die Mobilitätswende gesprochen bis 2030, zu sagen, Mobilitätsgarantie in der Nähe von jedem Haus soll man wegkommen, also eine Haltestelle oder was auch immer sein. Das ist ein ziemlich anspruchsvolles Ziel übrigens, was ich da gerade sage. Und
dann das Ganze auch verbraucherfreundlich mit einer bundesweiten App. Ein paar haben ja schon gesprochen von, in der Stadt gibt es eine und der. Aber ich fahre ja nicht nur nach Pforzheim. Ich fahre auch ab und zu nach Stuttgart. Ich fahre ab und zu nach Berlin. Ich fahre auch mal vielleicht an die Ostsee in Urlaub mit dem Zug oder wo auch immer hin oder jetzt ins Allgäu. Und natürlich will ich eigentlich nicht jedes Mal recherchieren, wo kriege ich zur Not ein Carsharing? Wie sieht es aus? Komme ich den Kilometer? Muss ich da auf jeden Fall das Taxi nehmen oder kann ich irgendwas anderes mieten? Und deshalb ist, glaube ich, eine bundesweite, also meine große Vision wäre eine bundesweite App, die das ermöglicht. Das wird sehr, sehr viel an Mobilität erleichtern. Und nochmal eins zum Dienstfahrrad. Das Dienstfahrrad haben wir steuermäßig besser gestellt als den Dienstwagen. Das darf man auch nicht vergessen, wenn wir heute die ganze Zeit über Fahrradmobilität reden. Aber um nur der Ehrlichkeit halber will ich einfach nochmal fragen, aber auch Frau Meister, aber auch Sie würden sagen oder müssen den Wählerinnen und Wählern sagen, der Sprit wird die nächsten Jahre noch deutlich teurer werden, oder? Ja, aber der eigentliche Konflikt ist ja, das ist ja jetzt, ich habe am Anfang betont, was mir wichtig ist bei dieser Mobilitätswende, auch Verlässlichkeit. Und die politische Debatte bei der Bundestagswahl geht ja eigentlich darum, ob wir schon nächstes Jahr oder übernächstes Jahr die CO2-Bepreisung noch viel stärker erhöhen, ohne dass wir die sozialen Ausgleichsmechanismen haben, habe ich gerade was zugesagt bei Mieten. Ja. Anschaulich, ohne letztendlich allen ein alternatives Mobilitätsangebot zum Individualverkehr zu machen. Und deshalb glaube ich, ist es klug, an dem eingeschlagenen Kurs festzuhalten, sozial auszugleichen und massiv in Infrastruktur zu investieren. Viele haben ja diskutiert, Schiene und so weiter. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt, Herr Seemeth, auch an Sie die Frage. Wie viel wird der Sprit teurer die nächsten Jahre, um vielleicht was zu tun für die Mobilitätswende? Ich weiß es nicht, wie viel der Sprit teurer wird für die nächsten Jahre. Da bin ich als Wahrsager ungeeignet. Ich störe mich auch ein bisschen an der Wortbepreisung. Wir von den Freien Demokraten wollen ja global das Problem lösen. Also zunächst mal natürlich für uns, aber das eine ist natürlich, es muss für die ganze Klimageschichte eine globale Lösung geben und deshalb nur mal als kurzen Einschub, was mit Sicherheit die nächste Bundesregierung zu leisten hat, ist zu versuchen, möglichst viele Verbündete zu finden in Europa und auch außerhalb Europas, um das Problem gemeinschaftlich anzugehen. Denn nur wenn wir uns darum kümmern, dann werden wir die Welt nicht retten. So, zurück zu dem Emissionshandel. Wir sagen ja, wir möchten alles, möglichst alles, was CO2 verursacht, in einen generellen Emissionshandel bringen. Und der hat nicht nur zunächst mal die Tatsache, dass etwas teurer wird, sondern das soll auch diesen Anreiz haben, an die Industrie zu sagen, zum Beispiel an die Mineralölkonzerne, die jetzt den Sprit verteuern müssen, dann kaufen mehr Leute vielleicht ein E-Auto oder wie auch immer, aber auch den Anreiz zu sagen, wir entwickeln beispielsweise Modelle, um alternative Kraftstoffe anstelle von CO2, von Diesel oder Benzin zu verkaufen, um eben einen Markt zu behalten, den man hat und den man vielleicht nicht preisgeben will. Das heißt, wir versuchen mit diesem Modell auch einen Anreiz an die Kreativität der Industrie zu geben, zu sagen, entwickelt neue Produkte, um Probleme zu lösen. Und es geht nicht nur darum, immer alles nur teurer zu machen. Okay, vielen Dank. Frau Celik, Preise, ja. Also ich für die der Mobilität. Ja, also ich gebe der Frau Mast natürlich recht. Wir sind ja als Die Linke natürlich auch derselben Meinung. Ja, aber ich finde jetzt, ich muss da jetzt dem Herrn Seemeth ein bisschen widersprechen, ich finde nicht, wenn die Preise zu sehr hoch gehen, dass die Leute wirklich auf E-Autos umsteigen. Das glaube ich eher weniger. Ich finde, wir brauchen einfach, wenn der Sprit teurer wird, brauchen wir einfach nur einen sozialen Ausgleich. Das muss auf jeden Fall stattfinden. Weil ich würde jetzt nicht, nur weil die Spritpreise teuer werden, auf ein E-Auto umsteigen, was ich mir sowieso nicht leisten kann. Verstehen Sie, was ich meine? Deswegen finde ich die Aussage nicht so zu 100% richtig. Also es ist nur meine Meinung jetzt, nicht falsch verstehen. Aber ansonsten, klar, ich finde auch, ich weiß nicht, aber ich finde es schon ein bisschen viel, wenn ich so mal gucke, wenn ich mal tanke, an die Tankstelle gehe und ich zahle für einen Liter 1,65 und ich tanke Benzin, ich fahre kein Diesel, das ist mir schon viel Geld. Und manchmal ist man halt an den Auto angewiesen, wenn man jetzt mal weiter wegfährt oder so. Und dann, ja,
Deswegen glaube ich nicht, dass die Leute auf E-Autos umsteigen würden. Ich glaube eher, dass die dann auf LPG-Gas umsteigen würden, weil das doch ein bisschen günstiger ist, wie wenn man Diesel oder wenn man Benzin tanken tut. Das machen ja schon die meisten. Viele benutzen ja schon Autos, die Benzin haben, aber auch noch LPG-Gas dazu haben, dass sie halt günstiger rauskommen. Deswegen kaufen die sich jetzt kein E-Auto. Also bitte nicht falsch verstehen, das ist einfach nur eine Sicht von mir, wie ich das so sehe. Okay, vielen Dank. Frau Effner, Benzin wird teurer und sozialer Ausgleich, wie geht es? Ja, Frau Mast hat ja angesprochen, dass Baden-Württemberg der CO2-Bepreisung zugestimmt hat. Die Rolle war dann schon ein bisschen mehr als zugestimmt. Wir haben nämlich nachverhandelt unter Federführung eines grünen Ministerpräsidenten, dass es einen schnelleren Aufwuchs gibt. Weil warum erhebt man Steuern? Man möchte damit eine Lenkungswirkung erzielen. Und mit dem Einstiegspreis, der ursprünglich geplant war, wäre die halt sehr marginal gewesen, diese Lenkungswirkung. Und dass wir jetzt bei 25 Euro gelandet sind, ist eben auch einer grün geführten Landesregierung zu verdanken, die im Rahmen der Verhandlungen da nochmal nachverhandelt hat, wodurch der Preis dann eben erhöht worden ist. Wir sind aber auch die einzige Partei, die tatsächlich ein Konzept in ihrem Wahlprogramm vorgelegt haben, wie man die Einnahmen, die man damit erzielt mit der CO2-Bepreisung, sozial gerecht zurückgibt, nämlich mit unserem Konzept vom Energiegeld. Wir sagen, alles, was wir an CO2-Bepreisung einlösen, davon ist ja jetzt schon gesetzlich festgelegt, ein Teil geht in die Senkung der EEG-Umlage, aber der andere Teil, der durch den Aufwuchs auch höher wird, den geben wir in einem Pro-Kopf-Geld an die BürgerInnen zurück. Und warum ist es sozial gerecht? Weil diejenigen, die große, schwere Autos fahren, die viel verbrauchen, natürlich viel mehr CO2 produzieren und damit quasi mehr Abgabe zahlen, als sie über das Pro-Kopf-Geld zurückkriegen, während diejenigen, die wenig Einkommen haben, deshalb vielleicht kleine Autos fahren oder eben auch mehr ÖPNV benutzen, weil diejenigen weniger an CO2-Abgabe zahlen müssen, aber gleichzeitig über die Pro-Kopf-Zurückgabe über das Energiegeld deutlich mehr zurückgeben. Und da sind wir die Einzigen, die ein solches Konzept in ihrem Wahlprogramm tatsächlich so differenziert vorgelegt haben. Vielen Dank. Dann würde ich ja doch noch ganz schnell fragen wollen an den Herrn Griechbaum, ist das was, wo Sie mitgehen könnten mit so einem sozialen Ausgleich? Die Preise, die teurer werden für den Sprit, den geben wir zurück über Energiegeld? Nein. Kopf? Also erstmal ist der Ausgleichsmechanismus ja hier schon für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Pendlerpauschale, aber das hatte schon Herr Habeck nicht so richtig verstanden. Jedenfalls, natürlich gibt es hier Ausgleichsmechanismen, die ja heute schon da sind. Gut. Und Frau Mast, Energiegeld, wäre das was? Das hat Sie ja, glaube ich, auch angedeutet, oder? Ja, ich habe was angedeutet, das stimmt. Also generell sozialen Ausgleich. Ich bin noch nicht ganz von diesem Pro-Kopf-Energiegeld überzeugt, weil also eine gute Bekannte von mir, ländlicher Raum, Mann behindert, einmal ein Auto gekauft, umgebaut, die kauft so in 10 Jahren kein neues Auto. Ja, klar. Und sind dann schon extrem betroffen. Und ob dann so diese Pro-Kopf-Rückerstattung so treffsicher ist, da mache ich noch ein Fragezeichen. Wir sagen zumindest die ganze EEG-Umlage abschaffen, aber generell eint Frau Effner und mich, das will ich dann schon an der Stelle nochmal klar betonen, dass es zurückgegeben werden muss und dass es dort stärker landen muss, wo Leute besonders stark belastet sind. Und das sind in der Regel sozial schwächer. Vielen Dank. Wir haben schon 8:30. Wir haben noch eine knappe halbe Stunde. Ich würde noch einmal dem Matthias das Wort geben und dann vor allem nochmal der Stefanie Liebhins, denn es ist ja einiges noch passiert bei Fragen und Antworten und Chat. Und dann machen wir nochmal eine Runde vielleicht mal sehen und dann kommt schon eine Schlussfrage und dann sind wir schon fertig. Also, und wir können nicht alles verhandeln. Da bitte ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer einfach um Verständnis. Aber eine ganze Menge haben wir doch auch abgearbeitet. Und ich hoffe auch, dass ein bisschen die Unterschiede deutlich geworden sind. Matthias Lieb.
Ja, ich denke auch, dass man schon verschiedene Akzente hier gehört haben. Herr Griechbaum, ich will da nochmal drauf zukommen. Vielen Dank, dass Sie da auch immer sich engagiert haben, auch jetzt mit diesem Termin mit der Bundesautobahngesellschaft. Da wird man morgen ja mal hören, was man machen kann. Aber das zeigt ja auch nochmal, dass halt heute diese Autobahngesellschaft oder diese Verkehrsplanung halt doch so aufgestellt ist, dass sie den Radweg letztendlich vergisst. Und erst dann quasi im Nachgang dann merkt, hoppla, jetzt haben wir da ein Problem, jetzt müssen wir was machen, jetzt müssen die Abgeordneten letztendlich versuchen zu richten, was quasi die Planer versäumt haben. Ja? Und da müssen wir gucken, halt, dass wir da morgen irgendwas hinkriegen. Wird kompliziert. Genau, aber das ist genau der Punkt, dass letztendlich die Verkehrsplanung einfach besser verzahnt werden muss zukünftig, dass man eben nicht nur klar, man hat immer das Thema Auto gemacht und hat davon auch gut gelebt, Exportindustrie und so weiter. Aber damit eben das Verkehrssystem insgesamt besser funktioniert, muss da bessere Ausgeglichenheit eintreten. Und vorher hatten wir auch nochmal das Thema Verlagerung, Güterverkehr. Ist auch so ein Punkt, da ist jetzt auch immerhin ein bisschen was passiert. Sie hat das auch schon angeschnitten. Aber Thema automatische Kupplung im Güterverkehr. Habe ich alte Unterlagen gefunden, soll 1972 eingeführt werden, europaweit. Ja? So, jetzt sind wir 2021 und man denkt darüber nach, dass man jetzt mal erste Versuche macht mit einer digitalen automatischen Kupplung, weil man das unbedingt haben muss, um den Güterverkehr auf der Schiene überhaupt erhalten zu können, um da die Kosten zu senken, weil das ist letztendlich überhaupt nichts Digitales derzeit im Schienengüterverkehr. Da brauche ich, um jeden einzelnen Wagen anzukuppeln, einen Menschen, der hier ganz schwere Handarbeit und auch gefährliche Handarbeit verrichtet und damit zu extrem langen Verweildauern auch führt, damit der Schienengüterverkehr nicht mehr wettbewerbsfähig ist im Vergleich zum LKW auf der Straße, der voll digitalisiert quasi sein direkte Verbindung hat zu seiner Spedition und erfährt, wie er weiterfahren soll, wo der nächste Auftrag ist und so weiter. Also da muss ganz viel noch passieren, um da wirklich was hinzubekommen. Und da sage ich halt, da muss ich dann auch die Mittel bereitstellen. Letztendlich geht es darum, da muss ich halt von irgendwo anders abziehen. Also das ist schon nochmal das Thema von mir. Sowohl als auch geht halt doch nicht. Ich muss doch stärker Priorisierungen machen, um was bewegen zu wollen. Sie haben völlig recht, dass natürlich, wenn man berücksichtigt, dass dieser Verkehr sehr stark zugenommen hat, es vielleicht sogar man durchaus sagen kann, es ist ein Erfolg, wenn man da nicht zugelegt hat, sondern nur stehen geblieben ist beim CO2-Ausstoß. Aber letztendlich war das Ziel halt schon, zu einer Reduktion zu kommen, auch wenn der Zuwachs im Verkehr da ist. Und auch wenn ich jetzt weiß, dass hier noch ein weiterer Zuwachs kommen wird, habe ich halt trotzdem diese Aufgabestellung, zu dieser Reduktion zu kommen. Leicht ist das alles nicht. Das ist alles klar. Das sind sehr komplexe Themen. Und um auch die FDP dann nochmal mitzunehmen, natürlich wird es nur funktionieren, wenn die Leute bereit sind, das selber auch zu machen. Ich kann hier nicht mit Verboten nur arbeiten, sondern die Leute müssen freiwillig zu sagen, ja, ich lasse das Auto stehen, ich fahre lieber mit dem Zug nach Stuttgart, weil ich da in 30 Minuten in Stuttgart bin und kann alle 30 Minuten fahren und kann dann auch mit einer Fahrkarte im Stadtverkehr Pforzheim und im Stadtverkehr in Stuttgart weiterfahren. Also ist ganz einfach. Ja. Und gut, da muss man letztendlich noch viel dran arbeiten, dass es besser wird. Aber diese Vision muss ich vermitteln, dass es eigentlich geht und dass es dann eben auch für Leute kein Verzicht ist, sondern dass es dann eigentlich selbstverständlich ist, dass man sich so bewegen kann. Vielen Dank. Und auch nochmal vielen Dank für dieses Spezial, also das heißt Spezial für mich jetzt Spezialthema mit den Kupplungen. Einer der Zuhörer hat es gleich kommentiert, zu Recht zu sagen, eigentlich muss einem das Lachen im Halse stecken bleiben, dass man sagt, seit 50 Jahren ist da nicht wirklich was passiert. Also vielen Dank für den Hinweis. Wir werden jetzt nicht über die Automatikkupplungen, glaube ich, diskutieren, aber es ist ein Beispiel dafür, so habe ich es ja auch verstanden, ein Beispiel dafür, was auch
unterschiedlich im Grunde genommen für die verschiedenen Mobilitätsbereiche passiert oder eben nicht passiert. Stefanie Liepins, es gibt eine ganze Reihe Aktivitäten. Seit dem letzten Mal ist mehr als das Doppelte dazugekommen. Nochmal so viel dazugekommen. Und ich bitte jetzt einfach, dich ein paar Stichpunkte nochmal zu nennen, damit wir dir hören. Wie gesagt, wir machen nicht ganz bis 24 Uhr, aber wir wollen nochmal ein paar Themen aufnehmen. Bitte. Ja, also ich wollte mich auch bedanken, der Herr, ich glaube, Buckero, ich entschuldige mich, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe, hat hier sehr viele Anmerkungen geschrieben und auch sehr intensiv. Ich glaube, er ist sehr aktiv in dem Thema drin und hat auch gute Ansätze. Vielleicht müssen manche Fragen auch mal noch direkt mit den Abgeordneten dann geklärt werden. Ich glaube, ihm geht es insgesamt darum, dass er sich einfach auch in vielen Bereichen eine Vereinfachung wünscht. Also er hat auch vorher nochmal die Apps angesprochen, die einfach bei E-Rollern drei verschiedene Apps, bei E-Mobilität, was ist, wenn ich andere Ladesäulen habe in einem anderen Kreis, wie ist es aber auch mit den anderen Ländern in der EU, müssen wir nicht an einem Strang ziehen? Also wie sieht es mit dem Föderalismus aus? Also einfach, wenn man die Mobilitätswende hinbekommen wollen, müssen praktisch alle an einem Strang ziehen. Okay, das war jetzt mehrere Beiträge von ihm und darüber hinaus noch. Dann haben wir noch eine Frage an die Regierungsparteien. Warum haben sie in den letzten 4 Jahren so wenig für den Klimaschutz getan? Okay. Ja, nochmal eine ganz grundsätzliche Frage. Okay. Gut, vielen Dank also auch für die Beteiligung im Chat. Wir haben es jetzt versucht, dadurch einzubringen. Nochmal, also wir merken natürlich, ist durch alle Beiträge ist ein sehr, sehr vielseitig, sehr komplex, gerade die ganze Mobilität. Der Matthias Lieb hat im Grunde nochmal auf dieses Bundesmobilitätsgesetz hingewiesen, das es eigentlich bräuchte, um diese ganzen Verkehrsströme auch mehr zu vereinheitlichen. Bei einer unserer letzten Veranstaltungen hatten wir einen Verkehrswissenschaftler, der gesagt hat, eigentlich bräuchte es ein entschiedenes Ja, ich will. Das fand ich natürlich ganz nett, zu sagen, okay, würden Sie denn, kann man so nochmal anfangen, die letzte Runde? Sie dürfen natürlich jetzt nochmal aufgreifen, was Sie wollen. Aber würden Sie denn jetzt, wenn Sie an den Deutschen Bundestag denken, Sie, die Sie schon jetzt viele Jahre drin sind und die Sie gerne hinein wollen, gibt es diesen klaren Willen zu sagen, wir müssen jetzt Prioritäten setzen, weil wir sonst überhaupt keine Chance haben, diese Klimaschutzziele für 2045 ist die Beschlusslage. Manche sagen 40, wir sagen für die Klimawende, für die Mobilitätswende müssen wir eigentlich 2035 die entscheidenden Maßnahmen alle hinter uns haben. Ist der Wille wirklich da? Also ich kann für die SPD sagen, ja, der Wille ist da. Ich habe gesagt, wir haben 4 Missionen. Die Verkehrswende ist eine ganz große. Und da ist der Wille bei der SPD auf jeden Fall da. Aber ich will noch mal was zu dieser, natürlich brauchen wir ein Bundesmobilitätsgesetz. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass alle Länder, egal welche Regierung sie haben, genau das nicht wollen. Weil da das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn am Ende auch klare Finanzvereinbarungen da drin stehen. Also dann alle Bundesländer meinen Sie? Alle Bundesländer? Bundesländer. Und damit wollen es nicht. Weil das geht ja durch Bundestag und Bundesrat. Ja, ja. Ich will einfach nicht so tun, als wäre das Gmelz-Wiesle und morgen kommt es, wenn man die Mehrheiten dafür hat. Das ist mitnichten der Fall. Das wird ein richtig harter Kampf. Ich sage das einfach so klar. Ich will gerade eine Ganztagsgarantie in der Grundschule machen. Das schaffe ich auch nicht bis jetzt. Mhm. Also und das ist etwas kleiner als das, was wir gerade mit dem Mobilitätsgesetz. Ich will das einfach, wissen Sie, es bringt nichts, wenn ich die Begriffe frame und sage, will ich auch, will ich, ja. Aber zur Wahrheit gehört, das ist richtig politische Arbeit. Und es ist nicht so, dass egal, wer heute sagt, er will das, zusagen kann, dass das nächste Legislatur kommt. Das will ich einfach auch so klar. Herr Lieb nickt, also der versteht schon, was ich meine. Aber jetzt nochmal, ich will die eine Frage beantworten, warum wir so wenig gemacht haben. Ehrlich gesagt ärgert mich die Frage, weil wir brutal viel gemacht haben und auch mit den Ausgangsbedingungen viel gemacht haben. Wir haben ein Klimaschutzgesetz gemacht mit CO2-Bepreisung, mit einer klaren, verbindlichen Strategie, wie alle Ressorts der Bundesregierung dazu beitragen und wie das jährlich gemonitort wird. Nicht irgendwie in 10 Jahren geguckt wird, evaluiert, sondern jedes Jahr nachgehalten wird. Das ist richtig hammerhart, was wir da gemacht haben. Wir steigen als einzige Industrienation weltweit
aus Atom aus und aus Kohle gleichzeitig. Wir haben den Kohlekompromiss gemacht. Das war ein Riesen, das ist ein Jahrhundertwerk. Das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Und da haben wir alle Ökonomie, Ökologie und soziales Interessen abgeglichen. Wir haben den Ausbau von erneuerbaren Energien forciert. Da muss ich jetzt leider sagen, mit einem anderen Wirtschaftsminister wäre es einfach gewesen, weil Herr Altmaier hat erst nach dieser Legislatur gelernt, also letzte Woche oder vorletzte, dass der Energiebedarf künftig größer ist als heute, weil wir mehr Strom brauchen und nicht weniger. Ist ja logisch, wenn man auf Elektromobilität und so setzt. Aber Herr Altmaier ist es leider jetzt erst aufgefallen. Deshalb haben wir uns gezofft wie die Kesselflicker um erneuerbare Energien. Ich will es einfach mal sagen. Und wir haben mit dem Konjunkturprogramm total viel Zukunftsinvestitionen hingelegt und mehr in die Bahn und so weiter investiert. Deshalb, ich verstehe, Sie können ungeduldig sein und wollen noch mehr. Aber das war mit den Mehrheiten, die wir diese Legislatur hatten, hinkriegbar. Und das ist schon verdammt viel. Es muss noch mehr, es muss ehrgeiziger werden. Dafür trete ich auch erneut für den Deutschen Bundestag an. Aber dass da nichts gelaufen ist, das lasse ich so nicht stehen. Danke. Gut, vielen Dank, dass Sie das jetzt auch nochmal so zurechtgerückt haben aus Ihrer Sicht. Die Kanzlerin hat die letzten Tage gesagt, auch wir haben zu wenig für den Klimaschutz gemacht. Wir haben das Bundesverfassungsschutzgesetz, Urteil gehabt, Entschuldigung, zum Klimaschutz. Also da merkt man euch auch die Spannung. Haben können. Entschuldigung. Bitte? SPD wollte vorher schon diese verbindlichen Ziele bis 45. Genau, aber ohne Urteil haben können. Genau, aber deswegen wollte ich eigentlich nur noch mal sagen, gut, dass Sie so gesagt haben, der Herr Kriegmann wird lauter noch mal dazu seine Sicht sagen. Die Ungeduld, glaube ich, der Teilnehmenden ist natürlich auch verständlich, aber deswegen diskutieren wir das ja auch. Dankeschön. Herr Kriegmann, bitte. Also Art 1, Kernkraft raus, Kohle raus und das alles bei gleichbleibenden Energiepreisen, dazu Erhöhung Ökostromanteil. Als ich in den Deutschen Bundestag reinkam 2002, war der Ökostromanteil, wenn ich mich richtig erinnere, so roundabout bei 5%. Heute sind wir bei 46%. Wer das behauptet, das ist natürlich das Narrativ der Opposition, das dürfen die auch gerne machen, aber ist geradezu eine Beleidigung für die Stromkunden, aber auch für die Bundesbürger. Warum? Jeder kann auf seiner Stromrechnung ablesen unter der Zeile EEG-Umlage, wie er diesen ganzen Umbau in den vergangenen Jahren mitfinanziert hat. Und dazu hin kostet das, was wir alles vorhin auch aufgezählt haben, jede Menge Geld, die in die Hand genommen wird, aber das zahlen die Bundesbürger. Woher, wer denn sonst? Wer denn sonst? Also bitte da Augen auf im Straßenverkehr, aber nicht nur da, sondern eben auch bei diesen Fragestellungen. Ich möchte nochmal auch eingehen. Es wurde eine Frage im Chat wurde aufgeworfen von wegen Radverkehr. Ich konnte das Chat leider nicht so richtig mitverfolgen. Ich bitte um Nachsicht. Da bin ich auf Sie, auf die Moderatoren angewiesen. Ich hatte das nur so aufgeschnappt. Es gibt dieses Sonderprogramm des Bundes, Stadt und Land. Das sind 657 Millionen Euro. Die Mittel können beantragt werden von den Kommunen seit Januar diesen Jahres. Ich habe damals alle Kommunen, alle Bürgermeister angeschrieben. Es liegt jetzt an Ihnen, diese Mittel abzurufen, tatsächlich bis 2021. Kofinanzierungsanteil liegt dann bei 25%, beziehungsweise während Corona hatten wir das jetzt sogar abgesenkt. Wir erhöht auf 80%, das heißt abgesenkt für die Kommunen und für die Landkreise auf 20%. Geld, was zur Verfügung steht, was nur abgegriffen werden muss, in meinen Augen sollte das dann auch getan werden. Ich bleibe dabei, wir möchten auch in Zukunft die individuelle Freiheit erhalten, auch im Bereich der Mobilität. Ich hatte schon erwähnt, das hat sehr viel mit dem ländlichen Raum zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, dass viele Menschen einfach auf das Automobil angewiesen sind. Aber ein letzter Satz. Ich weiß, das Altmaier-Bashing ist natürlich jetzt im Wahlkampf sehr prominent und beliebt, wenn man da auf einzelne Minister eintrifft. Der Punkt ist nur der Stromverbrauch wird noch höher sein als prognostiziert, denn, und das hatten wir es heute Abend eigentlich noch gar nicht so richtig herausgearbeitet, es sind jetzt die Automobilkonzerne ihrerseits, die sagen, nein, wir gehen weg vom Verbrenner. Daimler letzte Woche, glasklare Ankündigung, ab 2030 wollen die eigentlich sich schon aus dem vom Verbrenner verabschieden. Ich finde das sportlich, weil viele andere Länder der Welt werden nach wie vor mit Verbrennern fahren, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden. Aber ich schnitze mir die Wirklichkeit weltweit manchmal auch nicht zurecht.
Man macht aber diese unternehmerische Entscheidung genauso wie VW, weil man sagt, wir haben auch die Signale aus den USA, wir haben auch die Signale aus China und deswegen gehen wir dann da rein. Aber eine geschlossene Ladeinfrastruktur aufzubauen, beispielsweise in einem Land wie Russland oder Australien oder Brasilien, also da braucht man schon eine ganze Menge Fantasie. Deswegen ist es aber trotzdem wichtig, wir gehen voran, wir müssen auch mit gutem Beispiel vorangehen und ich glaube, das tun wir und diesen Weg werden wir fortsetzen, auch die CDU-CSU im nächsten Deutschen Bundestag. Gut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Kritik bezieht sich natürlich auch auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und das ist natürlich nicht ganz einfach durch die Umlage, das haben Sie ja jetzt erwähnt und gleichzeitig sage ich jetzt als jemand, der das viele Jahre auch verfolgt hat, man hätte es vielleicht auch nicht ganz so runterbremsen müssen, wie das eben in der deutschen Bundespolitik gemacht wurde in den letzten Jahren. Und jetzt muss man sagen, jetzt muss man das alles wieder aufhalten. Das ist alles nicht ganz einfach, ist mir klar, aber ich glaube, daher kommt sicher auch diese Kritik. Herr Sehme, bitte. Zum Thema Priorität dazu. Eindeutige Priorität bei den Freien Demokraten ist der Zertifikatehandel, sozusagen den auszudehnen, auch auf die Bereiche Verkehr, auf die Bereiche Gebäude und ähnliche Dinge. Das heißt, derjenige, der Materialien verkauft oder produziert und in Umlauf bringt und CO2 freisetzt, muss solche Zertifikate kaufen. Und wir senken diese Zertifikate sukzessive ab. Jedes Jahr gibt es weniger davon. Gibt es weniger davon bis eben zum Jahr 2045 auf null. Das heißt, der Mangel treibt den Preis nach oben und gibt den Anreiz, alternative Dinge zu entwickeln, um das zu verhindern. Das ist unser Konzept und wir halten das für sehr schlüssig und sehr durchgängig machbar. Und gleichzeitig, Herr Kriechbaum hat es gesagt, die deutsche Industrie steigt teilweise aus dem Verbrenner aus. Nicht alle Firmen sind ja dabei. Und weltweit, hat Herr Kriechbaum auch recht, wird es noch sehr, sehr lange Verbrennerautos geben. Und wir werden auch nicht in allen Bereichen Elektroautos bekommen. Deshalb bei uns der zweite Punkt, Technologieoffenheit. Nicht nur auf Batteriezellen, nicht nur auf Windkraft, sondern eben auch auf künstliche Kraftstoffe, synthetische, aus Wasser und Wasserstoff und die ganzen Technologien offen lassen. Und ich freue mich, was den Punkt Soziales betrifft, dass die Grünen da mit uns einer Meinung sind. Wir haben das auch im Programm, dass das, was über die CO2-Zertifikate eingenommen wird, als Pro-Kopf-Prämie an die bundesdeutsche Bevölkerung wieder zurückgegeben wird. Gut, vielen Dank. Ich will, da kommen wir jetzt heute nicht mehr dazu, das ist immer wieder mal aufgeploppt, zu den synthetischen Treibstoffen. Ich sage, wir haben dazu eine Fachveranstaltung gemacht vor ein paar Tagen. Wen das nochmal interessiert, auch von den Gästen, die draußen, das können Sie bei uns auf der Homepage finden. Nur in aller Kürze gesagt, übereinstimmende Meinung heißt, für den motorisierten Individualverkehr sind die E-Fuels und die synthetischen Treibstoffe für die nächsten Jahre keine Option. Aber das können wir jetzt leider nicht mehr diskutieren. Ich will es bloß so wenigstens reinwerfen. Frau Celik, bitte. Also ich möchte was zu den E-Bikes sagen, weil ich habe da was im Kopf. Es gibt ja Prepaid-Kreditkarten, die man ja aufladen tut zum Zahlen. Bei Carsharing oder bei diesen E-Bikes, weil wir haben ja echt drei Anbieter in Pforzheim, ist nicht wie in den Großstädten, kann man auch sowas anbieten, statt jedes Mal eine App zu nutzen, weil jetzt, wenn jemand, der keine Ahnung von Smartphones hat oder Bezahlungen, die online getätigt werden, können sich diese Karten kaufen, die kompatibel mit allen Produkten sind. Und dann kann man es auch mit denen zahlen. Das wäre auch eine Option, wo man reinbringen könnte, um sowas eventuell mal auszudiskutieren, dass sich viele das so beliebig aufladen, eine bestimmte Summe ist, wo man halt zahlen kann, also ein bestimmter Preis und man kann das halt nutzen. Ne? Das könnte man anbieten, finde ich, den Leuten hier. Und was zu den E-Autos, die Kosten, die entstehen und so. Ich habe da auch schon überlegt, also ich finde ja, eine Wartung kostet schon viel, also wenn man das Auto zur Inspektion bringt etc. Klar, wenn man sich so ein E-Auto anschaffen tut, muss man ja erstmal gucken, wo lade ich mein Auto auf? Habe ich die Möglichkeit? Habe ich eine Garage, wo ich eine Ladestation einbauen kann? Das sind ja auch nochmal Kosten, die auf einen zukommen. Was aber wichtig ist bei den E-Autos, wo werden die Batterien eigentlich entsorgt? Weil ich habe mal einen Bericht gelesen, was in Schweiz, glaube ich, ist ein Tesla in Brand gegangen und man konnte diese Batterie gar nicht auslöschen. Wissen Sie, was ich meine? Und da kommen schon viele Fragen auf. Das wollte ich nur dazu sagen, weil diese Frage im Chat mit drin war. Ich finde jetzt, ich glaube, dass
wenn ein E-Auto eine Wartung hat, günstiger ist wie bei einem Verbrenner, weil bei dem muss man ja Ölwechsel, dies und jenes. Und ich glaube, bei einem E-Auto braucht man das, sofern ich weiß, gar nicht so extrem wie jetzt. Ich fahre ja keins, aber ich glaube nicht. Genau, weil das sind ja auch Kosten, die auf einen zukommen. Und als ich finde, Autofahren sollten sich nicht nur Reiche leisten können. Ich finde, Autofahren sollte sich eigentlich jeder leisten können. Und wenn wir jetzt von normalen Fahrzeugen umsteigen sollen und wenn wir das schaffen sollten, dass Deutschland überwiegend jetzt nur E-Autos fahren sollten, weniger Verbrenner, dann müssten wir schon gucken, wie man sich das auch anschaffen kann, ohne dass halt die Kosten zu hoch gesetzt werden. Und ich finde diese Frage, also diese Aussage von dem Herrn schon sehr interessant, die er gestellt hat. Gut, vielen Dank. Das ist ein Thema, das wir auch nicht heute Abend angesprochen haben. Das hatten Sie, Herr Griechbaum, schon in Ihrem ersten Votum angesprochen, das Thema, die ganze Rohstofffrage auch bei der E-Mobilität, Gewinnung, Entsorgung, internationale Gerechtigkeit. Das wäre auch nochmal ein Thema. Schaffen wir aber jetzt nicht mehr, Frau Effner. Wir wollten ja nicht bis 24 Uhr machen. Frau Effner, bitteschön. Jetzt, wo wir uns warm diskutiert haben. Ja, ich glaube, die Ausgangsfrage war ja, wo ist das klare Bekenntnis? Und wir müssen ganz klar sagen, am teuersten, am unsozialsten, am gesundheitsschädlichsten ist kein Klimaschutz und keine Verkehrswende. Ja? Wir sehen das auch heute, diejenigen, die in an Straßenzügen wohnen, die am stärksten Feinstaub belastet sind, das sind diejenigen, die unter dem heutigen Verkehrsaufkommen am meisten leiden, gesundheitliche Probleme, Atemprobleme haben. Das sind diejenigen mit geringen Einkommen. Wir sehen es bei immer stärker zunehmenden Starkregenereignissen, zum Beispiel wie jetzt in NRW und Rheinland-Pfalz. Diejenigen, die wenig haben, für die ist es am allerschwierigsten, ihr Hab und Gut mal wieder zu ersetzen. Wobei natürlich tatsächlich das Leben unwiederbringlich ist und dass das Tragischste ist. Aber auch da ist es das Teuerste. Und wir haben 1998 unter rot-grüner Bundesregierung damals, wir haben ein Erneuerbare Energiengesetz gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Arbeitsplätze bekommen im Bereich der Solarzellenfertigung, im Bereich Windenergie. Und das ist nach und nach abgewürgt worden und wahnsinnig viele dieser Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Und wir haben einen Wandel. Und wenn wir tatsächlich Wirtschaft mitdenken und da auch eben unseren Wohlstand mitdenken wollen, dann müssen wir auch sehen, welche Potenziale an Arbeitsplätzen wir tatsächlich in diesem Bereich haben. Und da müssen wir wirklich ganz massiv investieren, dass Windenergie und Solarenergie in Deutschland tatsächlich auch wieder ein Markt sind, wo eben auch Arbeitsplätze und damit Wertschöpfung an dieser Stelle entstehen. Und da gehört dann zur Wahrheit auch dazu, dass man eben auch regional unterscheiden muss. Wir brauchen in Süddeutschland bei vieler stromintensiver Industrie, brauchen wir viel Strom. Auf der einen Seite möchte Bayern keine Trassendurchleitung, auf der anderen Seite Windenergieanlagen bei sich in Bayern ausbauen möchten sie auch nicht. Also sie wollen ihn nicht vor Ort produzieren, den Strom, sie wollen ihn aber auch nicht durchleiten. Dann fragt man sich, wie der Strom tatsächlich zu den energieintensiven Industrien kommen soll. Und eine Sache, Herr Griechbaum, müssen Sie mir dann schon noch erklären, wo die Pendlerpauschale sozial ist. Denn die Pendlerpauschale richtet sich an dem zu versteuernden Einkommen. Ja? Und je mehr zu versteuerndes Einkommen ich habe, desto mehr bekomme ich über die Pendlerpauschale zurück. Und wir haben unheimlich viele Menschen, die eben das absetzen könnten, theoretisch, wenn sie mit dem Auto fahren, die sehr geringe Steuersätze zahlen. Und damit profitieren sie eben nicht überdurchschnittlich davon, die geringen Einkommen. Und wo das sozial gerecht ist, das habe ich tatsächlich bis jetzt nicht verstanden. Das wäre jetzt auch nochmal eine neue Runde. Aber ich glaube, das können wir jetzt nicht mehr anfangen. Schade. Nein, alles gut. Ja, nein, das hat ja Frau Effner schon den Auftrag gemacht. Jetzt, wo wir warm sind, könnten wir noch eine Weile weitermachen. Aber vielleicht will ich das da dazu sagen,
wir machen ja diese Veranstaltung genau deswegen, um sowohl Ihnen als auch den Wählerinnen und Wählern deutlich zu machen, wie dringend, wie wichtig dieses Thema ist. Und wir hoffen, dass wir auch damit, dass wir Sie dazu eingeladen haben und mit Ihnen diskutieren, etwas davon vielleicht, rüberbringen kann oder Sie auch letztlich mit ihr in Ihrer Politik Entscheidungsfindung zu unterstützen. Es gibt hinreichend viele Bürgerinnen und Bürger, die wirklich wollen, dass da was Entschiedenes passiert, und ich will Ihnen das nicht überstülpen. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts falsch mache, sonst müssten Sie mir gerne nochmal widersprechen. Aber der Satz, wenn wir nichts tun, wird alles noch teurer. Ich vermute, dass Sie da alle eigentlich mehr oder weniger mit übereinstimmen. Wie wir es machen, ich glaube, das ist deutlich geworden heute Abend. Da werden Sie noch, wenn Sie dann im Bundestag sind, die nächsten Jahre heftig streiten. Und ich hoffe, dass Sie zu guten Ergebnissen kommen. Aber dass Sie da dafür streiten, weil wir, wenn wir jetzt nichts machen, das alles noch viel teurer wird. Da vielleicht nicht zuletzt haben die letzten Ereignisse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ja vielleicht doch auch gezeigt, wie teuer das eben sein kann. Und möglicherweise ist das auch, wenn wir an andere Regionen dieser Welt denken, erster Anfang, da werden schon ganz andere Summen bezahlt. Und ich gebe zu, ganz persönlich sage ich es noch, am meisten erschrocken bin ich in diesem Frühjahr eigentlich über die Brände in Kanada. Und zwar deswegen, weil ich gedacht habe, das liegt in einer Region, wo auch Deutschland liegt. Und das ist dann gar nicht mehr alles so weit weg. Also das ist der Hintergrund, glaube ich, warum wir das machen. Letzte Runde an Sie mit einem einzigen Gedanken. Sie haben jetzt auch keine 3 Minuten mehr, sondern nur noch ganz kurz zu sagen, wenn Sie an die Mobilitätswende denken und daran denken, an die nächste Legislaturperiode, ich frage jetzt nicht, was Sie in den ersten 100 Tagen schaffen, weil das ist ein bisschen knapp. Vielleicht muss das eine oder andere, braucht auch ein bisschen länger. Aber ich frage mal im ersten Jahr, wenn Sie an der Regierung sind, wenn Sie in der Mehrheitskoalition sind in der nächsten Legislaturperiode, was wäre denn vielleicht der Punkt, wo Sie sagen, das ist Ihnen das Allerwichtigste und das würde ich eigentlich gerne im nächsten Jahr dann unbedingt umsetzen? Herr Kriechbaum, ich fange nochmal mit Ihnen an. Ein Gedanke, was wäre Ihnen... Was würden Sie, wann sind Sie glücklich, wenn Sie sagen, das schaffen wir nächstes Jahr? Schwierig, wenn es nur ein Gedanke sein sollte. Bitte. Aber ich sage, es fängt immer vor der eigenen Haustür an. Und schauen Sie hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Nein, das kann man leider nicht erkennen, wenn ich das so reinhalte in die Kamera. Wenn Sie es vor den Oberkörper halten, geht es halbwegs. Ich versuche es. Ja, Sie haben einen guten Tipp. Das ist hier der Enzkreis und es ist ein Projekt der CDU auch vor Ort, die Stadtbahn herauszuentwickeln von Nordwest nach Südost. Da gibt es keine, ich muss das wirklich mal so probieren, da gibt es keine Bahntrassen. Und wenn wir tatsächlich das Ganze ernst meinen, dann müssen wir hier mal bei uns in der Region vor Ort anfangen. Das heißt, die Entwicklung des Schienenverkehrs auch hier weiter ausbauen. Ich glaube, Sie hatten es selbst gesagt, Herr Edel, dass mitunter auch das Angebot die Nachfrage schafft. Mhm. Das ist ein Projekt, von dem ich denke, was jetzt gar nicht so sehr zuerst mit dem Bundestag zu tun hat, aber natürlich kämpfe ich da in meinem Mandat auch da dafür, gut, dass wir solche Dinge dann ermöglichen. Und dann können wir vor Ort doch schon mal mit dem Setzen von guten Beispielen anfangen. Die Mittel stehen bereit, um sowas auch realisieren zu können. Danke. Frau Mast, bitte. Im ersten Jahr ist quasi die Planung zu machen, wie wir das modernste und klimaneutralste Verkehrssystem insgesamt hinbekommen 2030. Und dann geht es tatkräftig an die Umsetzung und ich hoffe dann auch mit dem Mobilitätsgesetz. Vielen Dank. Aber nicht vergessen. Danke. Herr Seymet, bitte. Ich denke, eines der wichtigsten Dinge ist, damit man überhaupt was in Gang kriegt, wir müssen unsere Verwaltung mal etwas entschlacken. Das heißt, Verfahren verkürzen, Wege finden, nicht jahrelang über Dinge zu diskutieren, die nötig sind, um überhaupt vorwärts zu kommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann bleiben wir da stehen, wo wir jetzt sind. Dann haben wir in 20 Jahren noch keine Stromtrassen von der Nordsee nach Bayern oder nach Süddeutschland und haben überhaupt nichts gewonnen. Also das wäre mir ein ganz wichtiger Punkt, der zunächst mal anzupacken wäre. Dankeschön. Frau Celik. Ups, jetzt. Also ich würde sagen, den Radverkehr mehr ausbauen über ÖPNV. Das haben wir heute nicht mal Tag. Natürlich kostenlos anzubieten oder vergünstigt anzubieten. Das sehe ich im nächsten Quartal, wenn ich so überlege, ja doch, Radwege ausbauen, Fußgängerwege mehr ausbauen und den
Nahverkehr natürlich kostenlos oder vergünstigt anzubieten. Vielen Dank. Frau Effner, im ersten Jahr. Ja, also tatsächlich brauchen wir, glaube ich, eine Bestandsaufnahme. Was braucht es denn an Investitionen, damit wir das Pariser Klimaschutzabkommen, damit wir die Ziele, den 1,5-Grad-Pfad einhalten? Und das ist der erste Schritt, diese Bestandsaufnahme zu machen und dann zu sagen, und wie setzen wir es dann in der Folge um? Aber das, was, glaube ich, am leichtesten politisch zu diskutieren ist, wäre mein fünftes V, damit komme ich zum Anfang zurück, weil ich ja von fünf Vs gesprochen habe, nämlich Vorbild sein. Die öffentliche Hand muss Vorbild sein in puncto Mobilitätswende. Da gehört dazu, tatsächlich bei eigenen Mitarbeitenden zu gucken, wir fördern Jobräder anstatt Dienstwegen. Da gehört dazu, wo können wir eigentlich selber auf Dienstreisen verzichten, Digitalisierung nutzen. Da gehören aber auch intelligente Parkkonzepte dazu, dass ich zum Beispiel hingehe und sage, diejenigen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, die kriegen die Parkplätze direkt vor der Tür oder zu Fuß oder mit dem öffentlichen Verkehr, die kriegen den leichtesten Weg. Und diejenigen, die einzeln mit dem Auto fahren, die müssen am weitesten wegparken. Also öffentliche Hand Vorbild sein, das wäre der erste Schritt. Gut, also Ihnen allen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, für das, was Sie eingebracht haben. Herzlichen Dank auch allen Teilnehmenden, wenn ich es gesehen habe. Wir waren jetzt nicht 50, aber wir waren durchgängig 25 und es ist einer hat vorzeitig wahrscheinlich, weil er genau auf 21 Uhr einen anderen Termin hat, uns verlassen. Also es spricht auch für Sie. Sie haben das ein unterhaltsames Programm heute Abend gemacht und ich wünsche Ihnen natürlich allen Fünfen für den Wahlkampf alles Gute. Der hat ja jetzt mehr oder weniger erst angefangen. Heute in 2 Monaten ist alles vorbei. Da ist der Wahlabend um die Uhrzeit. Da sind die einen glücklicher und die anderen unglücklicher. So ist es meistens bei Wahlabenden. Ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute und sage auch ganz bewusst, auch an dieser Stelle, weil das nicht selbstverständlich ist und mich das gerade immer wieder auch sehr erschüttert. Ich will einfach sagen, ich habe auch großen Respekt vor Ihrer Arbeit. Das ist für mich alles nicht selbstverständlich. Bundestagsabgeordnete sind jetzt schlecht bezahlt, aber Wahlkampf kostet Haufen Kraft und Zeit. Und das, was Sie alles durchstehen müssen und was zum Teil auch an Anfeindungen an Politiker zurzeit läuft, halte ich für völlig unakzeptabel und ist nicht angemessen aus meiner Sicht angesichts der Arbeit und der Zeit und der Kraft und dem, dass sie die meisten von Ihnen mit bestem Wissen und Gewissen ihre Arbeit machen. Das sage ich einfach nochmal sehr gerne an dieser Stelle, weil mir das wichtig ist und wir, glaube ich, das in dieser Zeit auch immer wieder deutlich machen müssen. Danke. In diesem Sinne Ihnen alles, alles Gute. Und ich darf mich auch nochmal bedanken bei Romeo Edel für die ganz tolle Moderation heute Abend. Und ich freue mich dann auf die Wahlgewinner oder auf die Kandidierenden, die es dann tatsächlich zum Mandat schaffen und auf die Zusammenarbeit dann in den nächsten Jahren mit Ihnen. Vielen Dank und noch einen guten Wahlkampf. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Danke. Wiederschauen. Ah, unser Christoph ist noch da. Ja, klar. So, jetzt kann ich noch mal ein bisschen das fragen. So, jetzt sind alle raus. Jetzt sind alle raus. Okay. Ja, also ganz prima. Das war doch ganz toll, finde ich. Ja, ich fand, also ich meine, die da waren, sind alle dabei geblieben. Ja. Und interessanterweise hatten wir ja, also auch wenn, du hast ja vielleicht, ich weiß nicht, ob du es kennst, das war ja eigentlich ausschließlich.